Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Enshrouded. Ich freue mich richtig heute auf dieses Spiel. Das Ganze ist eine Kooperation und ihr wisst ja, das Ganze ist ein deutsches Spiel und es ist von Keen Games gepublished und entwickelt und seit es draußen ist, freue ich mich schon auf diesen Termin, den wir gleich zusammen mit Hasel, Eddie und Nicola machen, weil das genau das Genre ist, auf das ich Lust habe. Wir können erkunden, wir haben eine riesige Welt, in der wir eigentlich alles abbauen können. Man kann riesige Häuser bauen mit super vielen architektonischen Möglichkeiten, die auch genreverwandte Spiele übertreffen in ihren Optionen, Dinge einfach herzustellen. Und das wird ein riesiges Abenteuer. Und ich habe richtig Bock und freue mich sehr über diese Kooperation und freue mich sehr über meine Freunde, die ich jetzt auch direkt dazu holen werde. Okay. Hey, hi Freunde. Hi. Hey, na? Hallo Freund. Na? Haben wir denn eigentlich einen gemeinsamen Server oder macht einer von uns auf? Na klar. Hast du den neuen Rutsch? Ja, haben wir. Echt? Haben wir alle da. Guck mal bei Slack in die Gruppe. Da steht auch alles, Passwort und so. Ich hab's vielleicht auch schon eingerichtet. Ah, okay. Das hat er gar nicht gemerkt. Oder natürlich alles schon gemacht. hast du schon gemacht? Ja. Wo? Die Steuererklärung hat er auch schon gemacht für dich. Wo ist der? Wo ist der denn? Der Server. Beitreten dann einfach, ne? Genau, ja. Aber Moment. Da ist er ja schon. Bei mir gibt's gar kein Beitreten, Nicola. Oh, warte mal. Mir wird gerade gesagt, mein GPU-Treiber ist veralt scheiße. Ist das schlimm? Egal. Wo steht das Passwort? Okay, alles klar. Gut. In der Gruppe von uns. Wir haben eine Gruppe aufgemacht. Ach so, warte. Ach so, ja, okay, mach das schon. Ich fasse nichts an. So, jetzt kann man erstmal. Habt ihr schon Charakter erstellt? Nee, ja, oder? Na klar, Mann. Nee. Ja, nein. Nee. Ich nicht. Nils hatte doch noch nicht mal die Serverdaten. Ich glaube nicht, dass er schon einen Charakter hat. Ja, klar, habe ich einen gemacht. Ehrlich? Siehst du, das ja. Ist jetzt sind wir schon genau glaub, an so einem Punkt, wo wir nicht wissen, ob es Quatsch ist, was er sagt. Ja, oder ja. Na klar, ich habe wirklich einen Charakter gemacht. Aber warum? Okay. Wann? Warum wann? In meiner Vorbereitung habe ich einen gebaut. Warum ist denn meiner so alt? Achso, du kannst automatisch von, da ist so eine KI eingebaut, die dein Leben einmal scannt und dann dementsprechend. Die Seele, glaube ich. Ne? Die scannt die Seele und macht dir gespuckt ein Gesicht dazu raus. mir fällt gerade ein, ich habe auch schon einen. Ich habe ja schon ein bisschen reingespielt. Was? Ja, oh, sorry. Jetzt geht das wieder los, ey. Oh, ich kenne diese Tricks. Also, Achtung, wir starten hier. Wir starten also in dieser Welt ja in so einer Art Stasis-Kammer, wo so lauter Pots drin sind, wo man quasi die Katastrophe oder was auch immer überlebt hat. Und da müssten wir eigentlich dann ja alle in diesem einen Raum zusammenkommen können, dann, oder? Ich hoffe. So ist es. Ja. Kommen wir. Seid ihr denn schon da? Weil ich bin schon da. Ich bin noch. Nee, okay, ich klicke jetzt auf meinen Namen ein. Okay. Achso. So. Und jetzt? Achso, warte, muss ich wo gehe ich jetzt hin? Ich muss hier auf Beitreten klicken, oder? Und dann Spielauswahl? Beitreten? Genau, Beitreten. Beitreten, ja. Okay. Tada! Und dann Rocket Beans Enshrouded Server beitreten. Mhm. Flammenstufe 1. Ach, und da dann nochmal das Passwort, 1. Was wir. Was ist, dann das Passwort? Was ist denn das Passwort? Ich schreib's dir. Das ist das, was. Ach, das andere, ne? Nee, kannst du nicht sagen. Nee. Könnte ich. Oh, das ist so schön. Das Passwort ist Enshrouded. Das ja. Ganz kompliziertes. So ist es. Dies ist die Welt, die wir jetzt betreten. Oh! Ich bin sehr gespannt. Oh oh. Ja, also die Story ist ja ein bisschen so, dass es gibt diesen giftigen Nebel, dieses Miasma, glaube ich, oder so heißt es. Genau, Miasma, ja. Miasma oder Enshrouded auf Englisch. Okay. Das ist das englische Wort dafür? Ja. Achso. Das ist die englische Übersetzung. Na, jedenfalls gibt es in dieser Welt überall diese Nebelschwaden, die wir nicht betreten können, weil die uns töten. Aber je weiter man auflevelt, desto höher wird die Resistenz für dieses Gift. Und dann kann man auf die Art und Weise neue Gebiete betreten und sich das erschließen. Und alles, was man sieht in der Welt, also alle Berge, alles kann man abbauen. Und das finde ich mega geil. Ja, das finde ich auch cool. Man kann sich auch so richtig schön reingraben und so. Ja. Das ist schon cool. Ich habe überlegt, wir müssten, weil man kann, glaube ich, theoretisch mehrere Basen bauen und die haben dann natürlich so einen Bauradius, wie bei allen Spielen dieses Genres. Und da müssen wir uns einen richtig guten Platz suchen, wo wir Ressourcen haben und wo wir vielleicht auch möglichst weit oben sind, weil man ja durch dieses
durch diesen Gleitschirm. Ah, da bist du. Hallo. Ja, hi. Ja, hi. Kann man ja, ey, du hast ja schon eine Hacke und so. Ja, warum nehme ich die überhaupt hier mit? Wusste ich gar nicht. Du bist auch schon Level 2. Aber Moment, können wir angegriffen werden von anderen Spielern? Ja, von anderen Spielern? Das weiß ich nicht. Nee, wir sind unser eigener Server aktuell. Wenn wir das Server öffentlich machen, dann vielleicht. Genau, also Hazel, wenn du jetzt neu anfangen willst, müsstest du einen neuen Charakter erstellen. Aber du nimmst ja kompletten Progress quasi mit. Aber ich habe nicht so viel gemacht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Nein, das kenne ich alle schon. Nö, klar, so eine Gatling-Gun, die kriegt man ja schon nach ein paar Stunden. Okay, hier bin ich. Die Gott mich schuf. Also, da hinten kommt er, das ist gut. Okay. Kann ich mit bloßen Händen diesen Baum zusammenschlagen? Flammenkrypta. Wisst ihr, wo man sieht, auf PvP an ist? Gibt das überhaupt hier? Das muss Nikolaus wissen. PvP haben wir, glaube ich, aus. Achso, okay. Ah, guck mal, man hat hier so einen Zelda-mäßigen Stamina-Balken im Kreis. Genau. Mhm. Oh, es wird dunkel. Jetzt schon? Ja. Hier ist irgendwas. Diese Fackel hier, ne? Habt ihr die? Also, wenn ich die jetzt nehme, ist die dann bei dir jetzt weg? Oder kannst... Ja. Ja. Ich habe keine hier mehr. Ich sehe keine. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Okay, ja, das ist echt gut. Kann ich denn die droppen? Oh, ausgerechnet jetzt wird's dunkel. Ich habe doch noch gar nichts. Hallo. Schnell, hallo. Hey, Nikola, du bist auch dabei oder was? Ja, klar. Schenken. Cool. Gib mir was. Also ich hätte eine auch im Inventar. Ja, warte, ich schenke Eddie eine. Ah, der ist zu weit weg. Wieso? Ihr wisst schon, wir zocken zusammen heute, ne? Ja, deswegen wollte ich dir eine Fackel schenken. Ah, so. Da, bleib mal stehen. Hi. Typisch, wie immer. So muss das sein. Wieso siehst du denn so aus wie ich? Guck mal. So. Das ist ja nicht dein Ernst, Nils. Du hast, also das ist ja unfassbar. Du hast ja genauso, du hast gesehen, wie ich aussehe, und bist zum Friseur gegangen, hast ein Foto von mir gezeigt und hast gesagt, du willst aussehen wie der. Du hast doch 1:1 meinen Style geklaut. Aber ich bin doch älter. Mein Style war doch da, bevor dein Style da war. Sei froh, dass ich dich nicht zusammenschlage. Hallo Leute. Wir haben hier eine dunkle Höhle. Wollen wir da durchgehen? Ja, oh ja. Ja, voll. Das macht man doch immer zuerst. Vor. Ne? Hase geht vor. Weil ich hier Stufe 2 bin. Genau. Man kann sich hier so spezialisieren. Also es gibt Magier, dann Nahkämpfer und Rogues. Habt ihr schon... Warum nutzt du denn nicht die Leiter? Ich weiß nicht. Yes. Ich dachte... ja, reden wir nicht drüber. Okay, ich guck mal. Ah, ja. Das sieht voll nice aus. Hier kann man den Weg frei. Hier ist ein Geheimgang, Leute. Ich habe schon wieder Loot entdeckt. Hier ist eine Schatzkiste. Oh, wow. Oh. Aber hier ist eine Wand. Die müssen wir erst wegkriegen. Ich glaube, da brauchen wir noch eine Fähigkeit für. Es hat eine Minute gedauert. Wir haben uns schon wieder getrennt. Werkzeug oder Sprengstoff. Mit dem Hammer. Okay. Oha. Ich bin da hängen geblieben an der Leiter. Warte mal. Okay. Ich habe sie weggenommen. Hahaha. Können wir die wegmachen? Terraform. Oh, ja, da brauchen wir deine Hacke für. Ja? Ich warte, ich komme. Könnt ich mal bitte da... Hä, wie komme ich denn da hoch? Wow, noch eine Kiste. Hat hier jeder sein eigenes Loot? Hast du auch Loot gekriegt, Nils? Jeder hat sein eigenes. Nee. Eine Bandage und eine Fackel? Nee. So, wo ist jetzt diese Wand? Achso, da unten. Also wir teilen das nicht. Habt ihr es jetzt aufgekloppt schon, das hier? Okay, das ist krass. Ja, das habe ich auch aufgekloppt. Da ist ein Schatz, aber die habe ich schon gelootet. Also wenn es kein geteiltes Loot gibt, dann habt ihr nichts gekriegt. Glaube ich, oder? Glaube nicht. Gibt's nicht. Das kann noch für viel. Also, gut, dass ich schon ein bisschen was hab hier. Ein geteiltes Loot. Tja, mein ganzer. Habe ich jetzt. Nikola, willst du eine Fackel? Nö, alles gut. Ich kenne ja den Weg. Ich finde, das sieht voll schön hier aus. So, mit dem Blau und den. Ja, ist das hier so ein Jasper, ne? Mhm. Ja, wir sind. Oh Gott, wir haben nur 5 Minuten, sonst sind sterben wir. Jetzt haben wir 5 Minuten, genau. Müssen wir jetzt hier runter und dann einfach durch? Ja. Einmal durch. Genau, Steuerung zum Ausweichen. Ach, oh, okay. Also könnt Steuerung drücken, dann könnt ihr ausweichen. Oder wie es bei dir auch immer ist. Mit Tab könnt ihr einlocken den Gegner. Geht auch mit der linken Maustaste. Ganz schön looten. Ist nur einmal da der Loot. Achso, hat jemand? Okay. Ja. Aber wir schalten gemeinsam Rezepte frei. Also das teilen wir uns. Das ist sehr stark. Mit was haut ihr mit den
Einfach linke, also ich habe so eine Steinart. Nee, ich meine, haut ihr mit der Fackel oder was? Ja. Ich habe gerade, ja, klar. Okay, du hast deine Gette, ja, ja. Ich weiß. Dann mit dem Drachenschwert plus 5 haben. Drachenschwert plus 5, ja. Oh, was ist das hier? Jetzt raus, ist raus. Genau, jetzt sind wir raus. Ah, das ist das Leuchtfeuer. Return Beacon, ja. Können wir zurückkehren. Erwachst du an deinem zuletzt besuchten Leuchtfeuer. Bauhammer bei Werkbank, okay. Oh, glaub, das sind Nebelschwaden. Wir müssen zu diesem zu dieser Leuchtsäule vermutlich, oder? Ja. Mhm. Oh Leute, hier ist, was ist hier los? Ihr kämpft gleich. Ein Lager. Attacke! Kann ich mir dieses Schwert annehmen? Das ist ein Wespennetz. Oh. Musst du reinstechen. Mhm. Ich hab Honig. Lila Bär, cool. Wachst. Nice. Das ist ein großer Turm. Zelt. Lesen. Tagebuch des Hauptmanns. Ich mag das ja, wenn man in so Welten reinkommt, die Überreste einer untergegangenen Kultur beherbergen und man muss sich da so die Geschichte erschließen und die ganzen kleinen Dramen werden alle so in kleinen Portionen, in Tagebüchern zugänglich gemacht. Das finde ich immer ganz nice. Ja. Ich finde es nice, wenn ich eine geile Waffe finde, mit der ich alles töten kann. Ich glaube, wir müssen hier einfach runter, oder? Und dann... Nicht vergessen, ihr könnt alles hauen, was hier ist. Also, aber wir haben ja noch nichts zum Hauen. Wir müssen erstmal craften. Ja, mit der Faust schön in die Wand. Deine Fäuste! Oh Mann, was hab ich jetzt gemacht? Steh auf! Ich habe mich schlafen gelegt. Oh, da hab ich was. Hast du am Bett oder was? Jetzt schon. Das ja, ist ich wusste, ich, ja, Eddie wird immer älter. Das ist schlimm. So früh muss er ins Bett. Ich muss mich erstmal hinlegen. Ein erholsamer Schlaf. Oh, Stufenaufstieg. Irgendwer hat. Hat irgendwas gemacht. Ich weiß nicht. Achso, ich kann kochen. Ah, ich brenne. Oh, nee, ich kann auch was kochen. Ich hab unendlich was Wasser. Was gibt's im Hause, Boomhoff? Unendlich Wasser, das klingt gut. Du hast den Kelch gefunden. Das, unendlich Wasser. Das ist halt einfach nicht mehr aufgehört. Aber wie war das jetzt? So viel Wasser. Ja, ich hol mir auch Wasser. So ah, geil. Alles Leid der Welt kannst du beenden. Ah, da 14? Das 14 Wasser, wow. Da oben links habt ihr das so unter eurem Ausdauerbalken noch drei Slots für Nahrung. Mhm. Und Wasser zum Beispiel zählt auch dazu. Ja, der Lootboy hat hier wieder. Aha. Dann erhöht man natürlich seinen Ausdauer. Ist das jetzt schon. Hab ich das jetzt verbrannt? Oh, ja, ich hab leider statt Fleisch nur noch Teer. Ich hab's zu lange reingehalten. Uiuiuiui. Aber hey, vielleicht brauchen wir irgendwann auch mal Teer. Doch auch. Ja. Wir sind Gegner hier, nicht zu weit. Und so. Mhm. Hier creept schon irgendwas. Ne? Aber hier ist auch hier eine Schriftrolle. Ach, hier ist ein Bett. Holzfäller-Axt. Ach nee, Rezept. Nur das Rezept. So, jetzt ist er. Ah, jetzt ist es richtig. Ah, sehr gut. Oh, Stufenaufstieg. Oh, du hast ein. Wo hast du das Rezept gefunden? Da, wo es leuchtet, wo du hinläufst. Das haben wir alle bekommen. Alles gut. Ach so. Ja, das ist oh, ja ich hab's auch zu Kohle verbrannt. Ich hab geträumt, verdammt. Ja, das, man muss es nach Augenmaß machen. Was ist denn sinnvoll, wenn man aufsteigt? Was macht man denn dann am besten? Muss ich denn hier drauf achten? Oh, es ist ja, also wie gesagt, man kann drei verschiedene Klassen, soweit ich weiß, haben. Also Rogue, Nahkämpfer und Magier. Und wir sollten uns ein bisschen aufteilen, dass wir... Nee, ich meine, aber jetzt kann man ja irgendwie bestimmt was leveln oder so, oder? Ja. Es gibt ein Skilltree, ja. Was kann ich denn jetzt hier machen? Oh, oh, oh. Hey. Flammenstufe 1. Okay. Fähigkeit. Ah, hier, guck, jetzt habe ich hier so zwei Fähigkeitspunkte. Au. Tank, Krieger, Barbar, Kampfmagier, Heiler. Auch gibt es ja richtig viele Sachen. Bestienmeister, Waldläufer, Überlebende. Was wollt ihr denn sein, Leute? Ich würde Magier spielen, glaube ich. Ich würde kein Magier spielen. Ich glaube, ich gehe auf Healer. Wo sieht man das nochmal? Einfach wenn bei Karte? Wenn du H drückst, dann siehst du die Skills. Ah, okay. Schleichangriff, gnadenloser Angriff. Dann gehe ich auf okay. Healing. Healing, Kampfmagier. Ja. Das ist immer die Frage, Krieger, was ist der Unterschied zwischen Krieger und Barbar? Das ist für mich mehr oder weniger das Gleiche. Ich glaube, ein Krieger kann, also kann auch völliger Quatsch sein, aber ich stelle mir einen Krieger vor, der auch viel Equipment tragen kann. Also
Barbar ist zum Beispiel, hat er eigentlich in aller Regel einen Lendenschurz an, oder? Ist eine Keule, ne? So ein bisschen primitiver. Quellen im Chat lästert. Ede wird bestimmt wieder Heiler spielen, so wie ich ihn kenne. Ich habe in meiner World of Warcraft-Zeit war ich der beste Priest EU-West. Möchte ich nur mal sagen. Ja, nur, also, das ist ein absolutes Klischee, dass ich nur draufhauen kann. Aber ich glaube, ich nehme den Barbar. Tank, Krieger, ja. Barbar, du spielst eigentlich mal Barbar, oder nicht? Ja, Hauptsache. Ja, weil es ist immer so schade, wenn man eine geile Waffe findet, dann kann man sie nicht benutzen. Das ist einfach das Ding. Ich mache jetzt einfach Kampfmagier. Aber guck mal, das ist auch noch ganz... Das ist auch einfach nur die Richtung, in die man sich entwickelt. Assassine ist natürlich auch immer geil. Ja, dachte ich auch gerade, aber Schleichangriff und ich schleich nie. Oh, das ist dann wieder Gaune. So anstrengend. Da kann ich noch nicht Athlet. Aber da kommt man noch gar nicht. Ach, Athlet, da kommt man jetzt zum Beispiel noch gar nicht richtig hin. Also muss man erst so drumherum. Und dann Zauberer, kommt man dahin. Heiler, Kampfmagier wäre doch was. Ja, das mache ich ja. Ach, du machst Kampfmagier. Ja. Und hier ist auch nur normaler Zauberer. Ja. Nee, Kampfmagier mache ich. Kampfmagier, okay. A Jack of all trades. Was ist das Ausweichen? Tank. Kampfmagier finde ich cool. Ja, okay. Was ist denn hier? Wie crafte ich denn, Hase? Du hast diese geile Hacke dir gemacht. Du brauchst eine Werkbank. Ah, okay. Ich glaube, ich muss mich mal irgendwie heilen. Athlet, das würde natürlich zu mir persönlich passen. Wie kann ich so ein bisschen nach deiner eigenen Persönlichkeit gehen? Tank? Ach, das ist ein Stofffetzen. Das ist ja man kann aber auch Marge. Einfach wieder umskillen wohl. Das ist halt gar nicht so, ach so schwierig. Ja, das ist Meister. Waldläufer ist natürlich auch immer nice, so mit Fernkampf und so. Jo, da gibt's Wasser. Ja, ich, nee, es ist immer so schwer. Ich kann mich so schwer entscheiden. Ja. Aber Waldläufer kommt man zum Beispiel auch nicht direkt hin. Da kannst du so über Assassine halt gehen. Und dann kannst du rüber zu Waldläufer. Theoretisch. Aber was denn hier innerhalb des Kreises gibt es ja auch noch? Ja, du fängst halt hier drin an so. Und dann siehst du ja die Verbindungspunkte. Zum Beispiel hast du keinen direkten Verbindungspunkt zu Überleben da oder auch nicht zu Waldläufer. Da musst du erst dich woanders hin schlingeln und dann da rum. Schlingeln. Ja. Oh, hier. Wenn es überhaupt eine Connection gibt, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, du kannst auch Sachen parallel machen, oder? Oh, eine Flammenaltar-Position erreicht. Wie baue ich den denn? Willst du unsere Basis bauen? Ja, steht da ja. Ja, stimmt. Dann machen wir das doch gleich mal. So, nee, auf Waldläufer kann man auch direkt nicht. Wie denn? Ach so, man muss nicht im Kreis anfangen. Man kann auch außerhalb. Okay. Da kannst du dann. Alter, was brauche ich denn? 5 Steine. Die liegen hier bald rum. Oder du kannst auch in den Boden graben. Komm ich hier okay, weil ich nehme dann jetzt einfach mal hier unten. Ich habe so lange überlegt, dass mittlerweile schon die Sonne scheint. Hast du? Es geht noch gar nicht. Achso. Ah, Stein. Wo ist der Nils? Ich bin da. Wir sind bei dem Basenspot sind wir gerade. Wo ist das? Das wird dir angezeigt. Ja, ich sehe es. Okay. Hier ist noch ein Stein. Was ist denn mit mir los? Habe ich Hunger oder was? Oder friere ich? Ist denn mit mir los? Habe ich Hunger? Oh, hier ist ein Gegner, Alter. Ich habe halt noch gar keine Waffe. Wir brauchen erstmal rudimentäre Waffen. So war es schon immer. So, ich baue jetzt mal hier, wie von der Quest gewünscht. Unsere Basis. Unsere erste Altar. Basis. Muss ich die schon direkt auf den roten machen oder kann ich... Nee, das ist nur eine... Also der wahrscheinlich muss alles. Das im Einzugsbereich sein, ne? Ja, ich habe einen Gegner. Bewegt sich das weiter? Ja. Wo bist du? So müsst du reichen, oder? Wie greift ihr denn an? Aua. Ach so, mit Fuß, ich bin da. Wo kommt der denn jetzt? Ausdauer, der kommt aber gut rein. Okay. Die hauen aber schon gut rein. Bist du tot? Was ist denn hier los? Ja. Arthur, der ist noch da. Freunde, braucht ihr Hilfe? Wie lange dauert das? Ich klick doch! Etwas länger, ja. Oh, Eddie ist auch da. Oh, ich hatte ihn fast. Ich hab keinen Balken mehr. Also da war gerade noch ein Balken. Wiederbeleben. Ja, lockst du ihn weg und... Ja, perfekt. Hasel hat schon weg, gemacht. Kannst du Nikola beleben? Ja.
Ich. Hä? Oh nein, ich will nicht durchsuchen. Hallo? Ja, ja. Also, ey, der ist schon tot. Den kannst du, glaube ich, jetzt nicht mehr. Nee, nicht. Hä? Ich kann nicht auch gucken. Also, wenn ich wieder, wenn ich eh drücke, sehe ich nichts. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts bei mir. Also, ja, bei mir fällt sich der Balken. Oh, also, danke, ist er wieder da. Bitteschön. Ja, wieder mal ein Loot. Das war jetzt komisch. Also, ja, Schild, wir brauchen mal ganz dringend eine Werkbank. Garn und Holzscheite brauchen wir für die Werkbank. Bauhammer. Oh ja, das will ich haben. Garn aus hier Pflanzenfasern. Ah, okay. Ey, seht ihr den Turm da links? Da will ich hin. Garn und Holzscheite. Dann ist so wahrscheinlich. Aber also, erst genau. Brauche ich Waffen. Garn ist, glaube ich, in diesen... Okay, geil. Ja, jetzt müsst ihr erstmal ein bisschen Ressourcen sammeln, oder? Genau. Wenn ihr V drückt, dann seht ihr auch, was ihr genau, so bauen ja. könnt. Wenn wir was drücken? V? V, genau. Ich habe noch zwei Inventare. Wenn ihr einmal Alt drückt, dann könnt ihr unten das Inventarslot durchswitchen. Also dieses Quick-Inventar. Sehr gut. Garn. Also Construction Hammer kann man auch ein bisschen buddeln, glaube ich. Inventory. Äste, Stein und woher kriegt man denn Garn? Garn kriegst du mit Pflanzenfasern. Genau. Diese Büsche, die hier irgendwo überall sind. Habt ihr schon Bauhammer euch gemacht? Ja. Yes. Weil mit dem kann man nicht kämpfen, ne? Das heißt ja Bauhammer. Naja, gut, aber. Das Tolle ist, man kann hier in den Boden einfach graben. Wie theoretisch. Ja, aber außerhalb des Lagers, ne? Lass uns nicht die, die Ebene zerstören im Lagerbereich. Nicola, weil wir dann keine Ebene mehr haben. Okay. Habt ihr gehört? Mhm. Ich hab den Rückzieher. Ja. Ich hab den Bauhammer in der Hand und jetzt? Dann kannst du auf Tab drücken und dann siehst du Wände und sowas. Für... Ja, man lässt sich theoretisch auch in den Boden graben. Mhm. Aber das dürfen wir nicht. Ach so. Das dürfen wir nicht. Wähle die Form mit der. Das dürfen wir, glaube ich, nur innerhalb des Gebiets. Nee, das ist nur innerhalb des Baugebiets, ist das von Dauer. Also, wenn wir außerhalb so des Radius was machen, dann wird das irgendwann, wenn wir den Server verlassen, wieder zurückgesetzt. Genau. Ah, okay. Das ist ja geil. Brauche ich jetzt dafür noch wenn ihr, Äste. Wenn ihr was esst, ihr seht ja oben links diese drei Punkte, da fügt ihr dann ähnlich wie bei Valheim so Essenssachen rein und dann habt ihr so eine Leiste und dann füllt sich euer Lebensbalken wieder auf. Also es geht dann halt so runter. Dieser Timer, was auch immer, wie man es nennt, und dann füllt sich der Balken wieder auf. Über Zeit. So, wie kriegen wir jetzt Garn, Leute? Das muss ich jetzt nochmal fragen. Hier sind so Büschel. So Pflanzenbüschel und diese Pflanzenfasern und daraus dann drei Stück und dann kriegst du einen Garn. Verstehe. Ja. Aber das Problem ist, die wachsen nicht nach. What? Dann kannst du mir das nochmal mit den Nahrungsslots erklären? Also du kannst da drei unterschiedliche Sachen reinpacken. Einmal so Früchte oder auch ein Pilz oder Fleisch, glaube ich, die drei. Und dann laufen die so ab praktisch und dann fühlt sich über Zeit dein Lebensbalken und wieder wo auf. Ist also die geben so Buffs. Wo sind die Nahrungsslots? Sind das die untersten? Oder nee, welche sind das? Das sind oben links diese drei Punkte. Da kommt das, also da kommt es praktisch rein, wenn du was isst. Das wird dann einfach da reingelegt. Das automatisch, sucht er sich das automatisch aus? Ja, sobald du was trinkst, landet es oben links in diesem Slot. Genau, also du kannst halt, du hast halt Essen, ne, dass du ganz normal die einverleiben kannst. Mit, du klickst halt drauf unten auf deine Leiste, linke Maustaste. Und der Rucksack, und dann aber geht wir es reden direkt, schon von Rucksack, oder? Du kannst es ja entweder, also irgendwo im Inventar, genau. Du kannst es ja in, entweder in deine Leiste unten packen, da wo du deine Slots von 1 bis 8 hast. Und dann klickst du halt drauf, linke Maustaste, und dann landet das oben in den Punkten. Und dann hast du so einen Buff halt über Zeit. Das ist ein Buff, um Sachen zu bauen, kann ich das nur innerhalb dieser vier Wände machen oder innerhalb unserer Wände oder kann ich das genau, überall bauen? Genau, Baumodus geht nur in der Basis. Aber ich bin halt fast tot. Ich will eigentlich lebendig sein. Ich habe doch ganz viel Garn gesammelt. Wieso sagt er mir 0 von 1? Du vielleicht noch craften, den... Was wolltest du haben? Was muss ich? Du wolltest doch irgendwas anderes machen, nicht Garn, sondern... Ich habe ganz viele Büsche gesammelt, aber ich habe keinen Garn. Müsstest du Fiber jetzt haben, warum es auf Deutsch heißt.
Das kannst geh du mal, geh mal auf Jacke. V und dann unter Garn und dann kannst du Leertaste drücken oder unten herstellen und dann hast du Garn. Genau. Wenn du genug Pflanzenfaser angebaut hast. Ah, ich muss das Garn, das Garn muss man noch herstellen. Mhm. Ich verstehe. Ja, ja. Okay, jetzt habe ich ganz viel Garn und jetzt habe ich auch eine Holzfällaxt. Sehr gut. Eine Spitzhacke. Arbeit hier bei Werkbahn. Machst du die Workbench, Eddie? Was oder machst du was? Die Workbench, die braucht ja auch noch Garn. Sonst mache ich die kurz. Nee. Ich habe. Wo sieht man die Workbench? Das zweite. Oh, jetzt habe ich einen Flammenaltar gebaut. Das brauche ich ja gar nicht. Nee, den brauchst du nicht. Jetzt habe ich keinen Garn mehr. Nein. Ja, doch, ich habe noch gar nicht. Ich brauche Holzscheite. Warte, ich gehe kurz Holz. Kann ich. Habe ich schon. Warte mal, kann ich Äste aus Holz herstellen? Äste aus Holz herstellen? Nee, ich glaube, die sind noch ein bisschen drin, oder? Die Twigs. Ja, weiß ich nicht genau. Weiß ich auch gerade nicht mehr. So, jetzt müsste ich eine Holzbank. Werkbank willst du, ne? So. Ja. Eine Werkbench. Hier. Wunderschön. Ah, vielen Dank. Was haben wir denn hier noch? Gerne. Hier können wir jetzt Blöcke herstellen, die wir dann. Damit können wir dann quasi so ein Bug. Eine Bug bauen. Und kann ich jetzt nicht mein Feueraltar direkt daneben bauen und dann haben wir direkt doppeltes Gebiet oder so? Nee. Ja, achso, aber das ist, glaube ich, zu Beginn noch unnötig. Weil wir können, ich glaube, nur eine bestimmte Anzahl bauen und die bräuchten wir, die sind auch Schnellreiseorte sozusagen. Und wenn wir die jetzt alle auf einen Ort machen, glaube ich, dass wir uns weniger Schnellreiseoptionen geben. Ah ja, guck mal hier, Bauhammer. Okay, du kannst schon. Hier, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall irgendwelche Betten, Kisten. Fenster. Oh, das wird super, man kann hier richtig bauen. Grober Steinblock. Wo sind die Gebüsche? Grober Holzblock. Geteerter Holzblock. Brauchen wir von diesen Ästen? Wo sind die denn alle? Dach. Da. Stauraum hier. Das ist noch winzige Truhe. Harke. Gleiter. Oh, da oben ist jemand. Wer ist das? Hardref? Greifhaken. Hardref, unser Serverhost. Wo? Macht wieder fiese Sachen. Der macht doch Quatsch. Wo ist er denn? Hat jemand einen Bogen dabei? Ich habe einen. Ich schieße ihn ab. Ich sehe keine Büsche. Er springt da rum. Er flieht. Er soll, wenn, dann soll er herkommen und mithelfen hier. Ah, da hinten. Ja, so welche. Ah ja. Boah, ich mag den vor der Arbeit. Baum hier kaputt. Und was kam denn hier runter? Was ist das? Erstmal Ressourcen. Harz. Oh, ich habe Harz bekommen. So, Adriff, jetzt bist du eingespannt. Und was ist das jetzt? Ach, ich habe Holz. Ah, Tisha, das ist ein Level 5 Charakter auch gut. Oh, shit. Ja, ey, ja. Ich brauch eventuell, ich komm. Wo bist du? Ich werde von... Teile. Ja, alles gut. Der war nur so ein Wolf. Der hat mich böse angeknurrt. Ich bin fast tot. Wieso krieg ich keine Lebenspunkte zurück? Hast du schon was gegessen? Hast du Früchte? Hast du oben was in der Leiste drin? Also Pilz, Früchte, die kannst du einfach roh essen? Ja, hab ich. Aber ich musste mich bandagieren. Ja, ich glaube, jetzt werde ich geheilt erst. So, jetzt kann ich nämlich den... Oh, Bogen. Ah. So, ich habe auch ein bisschen Essen dabei. Sehr gut. Du bist inzwischen versorgt, Nils. Hast du schon deinen Zauberstab? Nee. Ich habe gerade ein Rezept, oder wer auch immer hat gerade ein Rezept freigeschaltet für den Zauberstab. Echt? Das ist ja Hammer. Mhm. Das will ich. Spitzhacke, was fehlt mir jetzt? Ach. Also mit dem Stamina ist jetzt schon ein Problem, sehe ich. Ja, ja, ja. Also aber bestimmt kann man das leveln dann auch, dass man mehr... Ja. Der ist schon recht schnell erschöpft. So Leute, was können wir denn jetzt hier Pfeile bauen? So, Werkbank ist jetzt schon hier, ne? Sehr gut. Boah, Äste sind wirklich ein Problem, ne? Hä, ich habe doch gerade dauernd Baum gehackt. Wieso haben wir denn keine Äste? Ja, die sind in diesen Büschen und die, das ist... Ja, die sind in den kleineren, nicht in den Bäumen. Nicht in den großen, sondern in den schmaleren Bäumen. Ach. Hier ist so ein blöder Wolf, der guckt so böse. Holzscheite habe ich. Schüchtern. Ah.
Angriffsblock. Ja, Büsche, das ist nicht so einfach. Man kriegt die nur von so kleinen, wüchsigen Bäumen halt. Das ist ja dumm, da habe ich ja die ganze Zeit falsch gearbeitet. Ja. Pflanzen, Fasern, Äste. Okay. Wie kann ich Sachen drehen? Ach, da steht da. Oh, ich sollte auch lesen können. Bock. Okay. Okay. Ja, hier sind Äste. Ich habe eine Truhe. Ich pack mal hier Sachen rein. Oh, in Miasma darf man sich nur eine gewisse Zeit aufhalten oder was passiert dann? Ja. Genau, so 5 Minuten oder so hast du und dann weiß ich gar nicht, ob man da stirbt, aber das kann man auch leveln, dass man dann später länger drin aushält. Ah, Gott im Himmel! Jetzt bleib doch stehen. Du Hammel. Oh Gott, ey. Nichts weg. Ich bin fast tot. Wenn wir uns hier so ein bisschen aufgestellt haben, wir haben auch immer oben so Ausrufezeichen, da kann man dann hinlaufen und es passiert irgendwas. Nein. Gibt's irgendeinen Trick, wie man sich heilt, außer mit Bandagen? Essen in die Leiste. Ich glaube, du musst mindestens 2 Sachen essen, dann hast du oben diese beiden Slots voll und dann füllt sich nach und nach deine Balken wieder auf. Hä? Ja, genau. Also 2 verschiedene Sachen musst du essen. Genau, ja. Beeren und Wasser trinken kannst du auch. Mhm. Und dann geht dieser Regenerationsprozess. So, sehr gut. Ah, okay, ich verstehe. Hab ich euch. Super. Voll gut. Wo war der Typ, der mich angegriffen hat hier? Dich hat einen angegriffen? Ja, ja, so ein komischer. Ey, ich bin leicht euphorisiert. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel anfangt und ihr merkt und direkt, dass ihr da genau Bock habt? Und dann, und dann habt ihr so einen richtigen Schub, so, oh geil, das wird super. Ja. So geht's mir gerade. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das was für dich ist. Die nächsten 5 Stunden sind... Ich muss mich vorab entschuldigen, ich bin bei sowas manchmal, ich komme in so einen Tunnel rein und dann bin ich nicht der Beste. Wir reifen dich dann einfach. Geh weiter, bitte. Gruppenfreund. Aber ich bin da, ich bin nur manchmal ein bisschen abgelenkt. Ja, ist okay. Also sagt, wenn ihr bereit seid, wir können dazu demnächst ein Ausrufezeichen, jederzeit. Oder wir können uns auch als Waffen oder so machen, keine Ahnung. Ja. Dann können wir uns ja weiter voran. Trauen vielleicht. So. Das Hardref und guckt mir zu, wie ich kämpfe, ist wie Gandalf. Der so, oh, Hardref! Du musst mich wiederbeleben. Ist wie Yoda, der spornt dich an. Ah, Magierstab. Das ist das Medimeister hier. Der steht da wie Gandalf und beobachtet, ob die Hobbits es alleine schaffen. Er hätte sie auch hinfliegen können, aber darum geht's nicht. Oh nein. Es geht um den Weg, Eddie. Der Weg ist das Gleiter. Ziel. Gleiter hätte ich hier gerne. Ja, ja, der Gleiter ist hier. Tierfell. Wie kann ich denn neue Sachen freischalten? Was macht ihr denn da? Das ist doch bestimmt geilen Scheiß. Gib mir einen geilen Scheiß. Ach, übrigens gibt es im Miasma nochmal andere Gegenstände. Also wenn ihr im Miasma Holz sammelt, dann ist das Miasma-Holz beispielsweise. Damit kann man auch nochmal andere Sachen machen. Ja, so. Das habe ich nämlich schon gesehen, dass manche Sachen nämlich Miasma-Holz brauchen. Mhm, ja. Was ist denn? Audience wird sich so freuen, wenn er das Bausystem sieht. Das Housing-System ist echt der Wahnsinn hier. Ja, ich habe schon... Ich sprich die Videos Grafik gesehen. An. Ich finde, das sieht cool aus. Ja. Okay. Das sieht, ja, die Engine ist echt krass. Schön aus, realistisch und... Naja, Comic will ich es nicht nennen, aber es ist... Okay, das... Cool. Ah, verstehe. Oh, hier geht's runter, Alter. Tür, ich habe die Höhle entdeckt. Ja. Hier ist ein Boss, ein Gegner meine ich. Mhm. Okay, das ist natürlich cool. Ich weiß gerade richtig, wie ich Werkzeuge mache. Also zum Kämpfen oder so. Kommt das hier noch? Oder? Ah, nee, warte, hier unten. Eine Keule zum Beispiel. Ah ja, genau, okay.
gerade nicht wiedergefunden. So, nee, warte. Genau, später gibt es dann auch andere Waffen, aber für den Anfang. Ja, Ellie braucht Hilfe. Ja, komm mal rein hier. Okay. Hat er falsch schon. So, habe ich jetzt hier schon Zauber? Aber hat das auch Level 5, der macht alles platt mit One-Hit. Das ist gar kein Problem für ihn. Wie kann ich Zauber ausrüsten? Das müssen dann Fähigkeiten vielleicht? Boah, ich bin tot. Zwei Treffer von denen reichen halt auch, ne? Das ist leider... Ich glaube, ich brauche mal eine andere Waffe. Das ist halt nur meine Holzfäller-Axt. Ja, du kannst auch so eine Keule herstellen, ne? Jetzt bin ich schon praktisch. Du hast liegen lassen. Keule, Überleben, Fackelspitzhalle, Waffen, Schilde, Keule. Zauber sind auch Items, die du lootest, siehst du dann. Ah, okay. Aber ich kann jetzt hier noch nicht weiterkommen. Verstehe. Und ihr könnt, wenn ihr im Charakter seid, also N, da könnt ihr dann, wenn ihr Sachen hergestellt habt, die in die Slots reinziehen. Also so ein Schild dann praktisch und dann ist es einfach im Slot drin. Oder später halt auch Kleidung und so. Mhm. Das klingt auch sehr cool. Was brauche ich dafür? Garn und Stofffetzen. So. Ja, noch 3 Minuten 43 im Miasma. Was ist denn das hier? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ja, die Bombe meint's nicht hauen. Oh, primitiver Holzhocker? Nee. Tut mir das hier gut oder nicht? Man weiß es nicht. Ausprobieren. Wo seid ihr denn? Zweiter. Seid ihr noch in dieser Höhle? Nö, nee, ist mir da nee, ich bin hier in der Mitte, wo wir gerade das Startding gebaut haben. Aber hier geht's ja noch weiter in der Höhle. Na gut, dann. Auf geht's. Ohne Fackel. Hast du eine Fackel? Ich hab keine. Nee. Ich auch nicht. Wir können einen bauen kurz. Ah, ja. Ich baue eine. Ah, ja. So. Wie sieht jetzt aus? Wir haben noch 2 Minuten, ne? Mhm. Im Miasma. Vielleicht sollten wir erstmal noch. Hake, Pflanzenwasser, okay. Dach. So, jetzt. Steinblock. Da ist eine Truhe. Mach Kiste. Die mal auf. Und was drin? Zäune. Ja, schön. Ich habe so schnell gelootet, aus Angst, dass ihr es lootet, dass ich nicht gelesen habe, was es ist. Oh wow. Mann, nein. So fängt das jetzt schon an. Ja, das ist Eddies Krankheit. Ja. Aber wo sehe ich mein Loot? Also, auf was im muss Backpack. Man denn gehen? Auf B. Oder was auch immer du für Backpack ja, okay. belegt hast. Was war das hier für ein Trank? Heiltrank. So. Oh. Was hast du für eine Klasse jetzt genommen? Okay, 1 Minute 34. Jetzt sitzen. Was machst du da, Nikola? Die Höhle abbauen. Keine Ahnung. Wo sind die anderen jetzt hingelaufen? Ich sollte denen mal folgen. Ich brauche Loot. Alte Bücher. Ja, ich weiß. Ah, dadurch schaltet man Rezepte frei. Kann man euch irgendwie sehen auf der Map oder so? Bam. Richtig. Ja, auf der Map sehe ich euch. Bam. Und da, und da seid. Ja, da. Okay. Kann man dann so. Weg? Ah, Marker. Marker stellen. Ich muss raus, sonst frisst mich das Miasma. Du siehst aber auch oben am Kompass, wo wir gerade sind. Ach so. Ah, warte. Ah, diese Figürchen da. Okay. Genau. Das Hallo, ist aber Freunde. Ein cooles Feature irgendwie. Das gefällt mir. Das Miasma. Ja, das lädt sich auch richtig schnell wieder auf. Aber es gibt das einem so ein nicht bisschen okay, das Gefühl ja. so. Oh. Ihr wart hier unten in diesem Dungeon, ja? Ja. War gut. War da noch was? Wollt ihr noch mal rein? Ich habe hier alte Bücher gefunden, aber ich weiß nicht, was ich jetzt damit mache. Ich grab mich in den Boden. Ach ja, so, ihr habt ja schon alles weggeholt. Ey, nicht so nah hier, das sieht doch kacke aus. Ja, ich füll's da wieder auf. Oder kann man es auch wieder füllen? Wieso habt ihr denn so viele tolle Sachen hier liegen lassen? Ja, weil wir fast am Sterben waren durch Miasma. Ausreden. Okay. Ah, okay, das kann ich nur füllen, wenn ich... Was gibt's hier noch? Was ist das? Okay, dann war es halt doch nicht so klug. Aber es fühlt sich ja wieder, hab ich gehört. Hat Nils gesagt. Nee, nicht bei uns in der Basis. Nee, aber außerhalb der Basis. Ja. So, soll ich schon mal eine Mauer ziehen oder macht das Nils? Wie bitte? Die Burgmauer. Erstmal eine Mauer ziehen, das ja, ist unser Grundstück. Ich will erstmal klein anfangen. Achso, okay, dann bin ich gleich ein bisschen zu voreilig. Guck mal, da sitzt, Hadref sitzt auf unserem Tisch. Ich habe hier einen Tisch und eine Feuerstelle schon gebaut. Was ist das? Ah, okay. Nice. Wollen wir das mal ummanteln, um Nils, keine was Mauer brauchst du?
Was kann ich Gutes für dich tun? Oh, das ist aber eine nette Frage. Ich würde erstmal die zusehen, dass wir genügend Optionen haben. Also Bauoptionen, weil bislang können wir nicht wirklich viel bauen. Blöcke halt nur, aber das ist, kann ja keine Wand sein, oder? Oder also muss man die Wand aus Blöcken bauen, so à la Minecraft. Mal, aber die sind schön aus. Okay, aber also, die sind schon echt. Dreh dich mal oben, Nils. Guck mal, das sieht doch wunderschön aus. Also ich weiß nicht, was du hast. Das sieht doch wunderschön aus. Ah, so, okay. Ich dachte, die wären klotziger. Nee, ja, okay. Nee. Ja, das ist doch super. Ja, dann doch, baue ich mal ein Haus. Dann baue ich Stein. Nice. Ja. Kann man ja hier hacken. Was hackst du denn? Spitzhacke. Ja. Halt, was Loot und machen mitnehmen, Nils. Ja, ich weiß. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es so ein Wettbewerb wird, ehrlich gesagt. Ich dachte, du gehst jetzt weiter, deswegen. Lässt du ganz schön schöne Steine einfach liegen. Nein. Ich hab noch gar keine. Okay. So, Bauhammer. Brauche ich noch. So, okay. Ah, so geht's. Okay. Ja. Oh, krass. Jetzt hat er das Bausystem entdeckt, Nils. Jetzt ist er drin. Das ist großartig. Ja, das ist auch ein Hammer. Ich will es verstehen. Du wählst einen Hammer aus, gehst in den Baumodus und dann kannst du auswählen, was für eine Form du haben willst. Okay. Und wenn du alt gedrückt hältst, kannst du auch noch die Höhe verstellen und auch noch andere Sachen bauen. Okay, und woran sehe ich jetzt, was Stein ist? Du kannst es noch auswählen, welches Material. Ja, weil jetzt finde ich mich noch bei Holz. Wo kann ich... Alter. Sollte das ja Normalstein sein? Aber das ist jetzt ja eine andere Wand, als du die gebaut hast, oder? Das ist ja crazy, was du da alles bauen kannst, ey. Warum kann ich das überhaupt nicht bauen? Ja. Ich hack Maus versehen den Boden. Okay, das ist super, das wird super, alter Schwede. Ach, Steuerung Mausrad kann ich durchschalten, okay. Das ist voll cool. Ich werde mich eher um das Ressourcen beschaffen kümmern. Ich find's voll cool, wie man die Sachen abbaut. Also so, das ist so schön. Mhm, das ist auch. Ja. Warte mal. Hammer. Schönes Gefühl. Mhm. Also man gräbt so richtig rein und dann bekommt man Ressourcen. Voll gut. Erst an der Werk muss ich Blöcke herstellen. Du hast doch keine Steinblöcke im Inventar. Ach so. Ach so, ja, Steinblöcke und Holzblöcke kannst du bauen. Deswegen ist die Werkbank da. Ah, okay, verstehe. Dafür brauche ich diese Holzblöcke. Okay. Ja. Also erstmal einen groben Steinblock. Wir können dir quasi alles schon mal hier vorkraften und dann bauen. Okay, jetzt habe ich die Dinger. Okay. Was ist denn mit einem... Ich muss ja einen Fußboden erstmal haben. Oder legt man den... Ja, du kannst einfach... Nee, so. Nee, du kannst... Genau. Nimmst am besten den Viererblock. Ah, okay. Ah, warte. Ja, ey, hör mal auf jetzt. Ich will dir helfen. Ja, okay. Ich muss erstmal checken, ob man das da so drunter legen kann. Ich will dir helfen. So. Ich packe Ressourcen in diese Kiste hier. Okay, geilo. Ja, kannst du gar Löcher reinmachen in die einzelnen Sachen. Guck. Gar nichts. Ah ja, das kannst du dann am Stück abreißen. Okay. Manchmal ging das. Okay, und hier muss man dann man kann den Boden dann eben machen. Okay, verstehe. Ja, das heißt, wir brauchen erstmal sehr viel Stein. Ja, ich habe Steine schon ein paar da reingepackt. In die Kiste? Ja, die da steht. Oh, du bist ja super. Ich glaube, auch fertige Blöcke, die kann ich dir auch einlegen. Ja, geil. Ihr seid ja, alter Schwede, ihr seid ja Hammer. Ihr seid voll die guten Freunde. Voll die guten Freunde. So, ich geh mal Eddie helfen bei der Jagd nach Loot. So befreundet man sich mit Nils, einfach Ressourcen sammeln. Holz. Kann ich das auch? Zu Weihnachten gibt's dann so einen Holzstapel. Schön verpackt mit so einem Steifchen. Aber kann ich... Zauberstab, Rezept freigeschaltet. Oh, jetzt der Böde. Achso, wird es doch erst so reinfallen. Ich habe keine Ausdauer, ist ja voll nervig. Okay. Ja, kommt noch. Guten Freunden gibt man Steine. Alles kaputt machen, looten. Okay. Hier waren wir schon mal, habe ich das. Das war ein fetten. Ja, da waren wir am Grundriss Anfang. Hier ist auch der. Nicht zu bescheiden sein. Oh, kann ich in diesem Stein eine Hobbit-Höhle bauen? Ich will das machen. So. Das hat wirklich jemand in den Shrouded gemacht, so eine süße Hobbit-Höhle gebaut. Okay. Das ist cool. Ich muss erst Steine ein bisschen sammeln hier. Oh, was sind das hier? Oh, ich höre Gegner. Gegner. Hier, Gegner, Leute. Gegner.
So, Rechtsklick ist verteidigen. Oh. Oh, geil. Aber hier ist doch noch irgendwas. Das ist ja natürlich auch ein Dietrich. Kann ich denn eigentlich, ist das hier auch Gestein? Ah, das hast du schon Dietrich hier dabei, oder? Oh ja, geil. Aber das ist ja super, man kann ja wirklich, man muss ja nicht nur diese Klümpchen, man kann ja richtig sich da reinbohren. Metallschrott. Ja, das ist voll gut. Auch einmal Metallschrott? Ja, ich glaube, habe ich sogar. Da kann man, das ist ja super mega geil. Okay. Ich kann dir das auch einfach geben, oder? Weiß ich nicht. Gift an Eddie All. So, kann man sich einen kleinen Altar reinbauen. Mir gegeben, oder? Ja. Ich liebe mich reinzugraben, das ist so gut. Jetzt verschwindet und kommt nie wieder. Ja. Wofür sind diese alten Bücher? Die immer so ein Zwerg. Vielleicht können wir die verarbeiten noch. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht auf der anderen Seite rauskomme. Wenn ihr Zauber findet, sag mal Bescheid. Die sind für mich als Mage, glaube ich, wichtig. Die Zauber muss ich finden, glaube ich. Hast du das gar nicht dahinter? Ich bin entsetzt. Das ist ja mega cool. Das wird hier das Gefängnis. Wenn einer von denen frech wird, kommt er hier rein. Hier, guck. Kleines Gefängnis. Ist ja geil, man kann einfach wirklich jede Wand einfach durchbauen. Ja, das ist mega. Und dahinter ist sogar was. Ja. Ich habe weder Steine reingepackt. Das ist ja super. Wir können die Nacht. Wie schön der Sonnenuntergang aussieht. Wir können die Nacht auch überspringen, by the way. Ah, okay. Das ist ja geil. Mit dafür Betten, müssen oder? Wir Betten bauen, ja. Ich guck mal eben. Die Betten. Was brauchen wir für Betten? Stofffetzen. Guck mal, da wo das Miasma ist so bläulich, da hinten ist so rot. Falls ihr Stofffetzen findet, die brauchen wir für Betten. Was? Denk an das Miasma. Ja, ich habe noch 2 Minuten. Ich hab mich auch in den in die Kiste gepackt, ein paar Stück. Ah, ich muss erstmal wieder. Hä? Ich hab doch schon mega viel. Das muss ich erstmal. Ja, okay. Ich hab Loot dabei. Wer will Loot haben? Was für Loot? Alles, nur das Beste. Bücher und Fireflies und Erde. Zack, ja. Also wir brauchen Stofffetzen für die... Stofffetzen war es. Hab ich, glaube ich, Stofffetzen, Garn und Pflanzenfasern. Nein, doch nicht. So. Okay, Pflanzenfasern. Okay, das muss ich noch sammeln. Das craften vielleicht, Stofffetzen. Nee, Stofffetzen habe ich doch noch. Ah, stimmt. Das gab's bei diesen Leder. Also ich habe für ein Bett und einen Stofffetzen hätte ich noch übrig. Ich geh mal los und hol mal Stofffetzen. Magierstab kann ich bauen und Zauberstab. Hm. Sind also 2 unterschiedliche. Oh, jetzt rennen wir hinterher, die Wiesenschweine. Die Wiesenschweine. Hier ist noch Leder. Hier Zeugs. Stoff. Kann ich das hier so ziehen? Ja, ne? Ihr Miesen. Okay, die machen ordentlich Damage. Pflanzenfaser. Oh ne, warte, was ist das denn? Was hab ich denn da gemacht? Das ist ja nur eine halbe Wand. Das wollen wir nicht so. Na toll. Okay. Nee. Was? Hadref da rein. Bist du tot? Ich komm, ich helf dir. Hadref ist schon da. Ich hätte dir sehr gerne geholfen. Ich hab doch gelesen. Oh, hier ist. Oh, ich hab auch jemanden hier. Ja. Da ist man mal 5 Minuten weg, ist hier schon ein ganzes Schloss. Das geht hier relativ zum Glück. Oh, das geht ja viel schneller jetzt mit der normalen Waffe. So. Ach, und der hat. Ach so, niedrige Decken, Nils. Das ist die haben Stoff dabei. Beiden, wie niedrige Decken? Dann greife ich die mal weiter an. Das muss doch pompös sein, die Eingangshalle, oder? Das muss doch 3 Meter hoch sein, mindestens. Nicola. Das ist effektiv, okay. Geil. Also, okay. Ich weiß nicht, was du für ein Schloss hast, aber mein Schloss hat es größer. Ich wusste gar nicht, dass du ein Schloss hast, aber okay. Dann muss ich mich natürlich jetzt diesem Wettbewerb stellen. Ey, kann es sein, dass das Spiel das allerbeste ist, weil es keine. Gewicht gibt, was man nur maximal schleppen darf. Ja. Sehe ich das richtig? Weiß ich nicht. Ey, du hast Rucksack-Slots, aber es gibt keine Slots. Genau, ja. Slots gibt's hier. Das ist das Allerbeste.
Ah, das ist ja echt hasse das so sehr. Ja, stimmt. Irgendwas passiert nicht. Mal schauen, wann ein Spiel kommt, was keine Limitation mehr hat. Das wird mal toll. Oh nee, das geht so nicht. Ja, aber gerade im Spiel, wo du Steine hacken musst und sammeln musst, ist ja, doch scheiße dann da. Ja, es kann sein, dass die Stacks irgendwann eine Limitierung haben, so wie in Minecraft, dass man dann irgendwie maximal 4 Sets hier das mitnehmen kann. Muss ich doch das ja, aber ist ja trotzdem cool mit den Slots dann. Ja, das ist deutlich besser für so ein Crafting-Game. Ja. Und kann man das jetzt hier wieder Tag machen irgendwie, wenn wir uns alle gemeinsam hin? Ja, wir müssen. Haben wir schon? Ja, haben wir müssen ein Bett haben. Wir müssen alle schlafen dann. Okay. Genau, ich habe ein bisschen Stoff jetzt mitgebracht. Ja, ich habe auch noch. Warte. Ich habe mein Essen verloren. Können wir aus der Kiste raus craften? Geht das mit der Werkbank? Hat das jemand schon getestet? Ich glaube, es gibt so magische Kisten. Okay. So, das sind so blaue Dinger und mit denen kannst du das machen. Cool. Pflanzenfaser und Garn. Warte mal, ich muss noch Garn herstellen. Miasma. Betten. Hier. 4 Pflanzenfasern, 3 Garn und 4 Stofffetzen für ein Bett. Ich habe doch gerade die ganze Zeit Pflanzen ge... Hä? Okay, ich gehe nochmal weiter. Lichtquellen. 1000 Stück ist ein Stack. Okay, na das ist ja sehr großzügig. Okay. Aber das muss doch jetzt reichen. Schweren. Dann ist Nikola hoffentlich zufrieden. Ich baue jetzt hier mal eine Tür. Wir brauchen eine Lichtquelle. Weil ich mal wissen will, wie das geht. Es ist schon wieder Tag, aber ja, Betten wären trotzdem interessant. Ja, für die nächste Nacht auf jeden Fall. Ist die Tür? Achso, ich muss an die Werkbank. Um die Tür zu bauen, oder was? Nee, also nimm deinen Holzhammer, den Bauhammer und ist dann... Ist schon wieder Tag. Rechtsklick oder so? Rechtsklick oder linksklick? Und dann kannst du, glaube ich, auch Türen bauen. Ah, okay, aber für Holz-Doppeltür brauche ich erstmal Holztür. Hä? Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Ja, du kannst das switchen zwischen den beiden. Aber was haltet ihr davon, wenn wir Hartreff einfach in den Discord holen, damit er mit uns reden kann? Ja klar, komm rein, Hartreff. Genau, Hartreff. Komm so rum. So. Oh, dann war das immer dann. Komm, machen wir später, oder? Ja, ich glaube, du kannst einfach so joinen. Wieso kann ich keine Holztür? Also ich brauche eine für eine Holz... Ah, da oben. Okay, ich brauche erstmal das hier. Okay. Und jetzt? Das ist mal ein Standardhaus, ne? Also wir machen das nachher noch geiler, aber erstmal kurz das Crafting-System checken und so und dann... Das Standardhaus. Wo ist jetzt die Holztür? Blöchen. Das gefällt mir. Hallo, Hallo Hardriff. Hi. Endlich. Hallo, Hardriff. Oh, das ist auch schon abgemessen. Leute, guck mal, Nils, bist du stolz auf mich? Warte, ich komm, warte. Wo bist du? Oh, eine Tür. Nach außen dahin. Oh, hier geht die auch meine Tür. Oh, ja, das ist wunderschön. Und ja, sie geht auch aus, ich bin begeistert. Das ist nicht gut. Toll. Ich habe auch toll. Was beigetragen. Hast was sehr gut gemacht. Die Kiste da ist übrigens von mir. Ne, ich wollte nur sagen, die habe ich gebaut. Ich finde, wir sollten da überall so unseren Namen dran schreiben, wer was gebaut hat. Ja, ja. Das steht aber überall Nils, das ist ja auch scheiße. Na, ey, wir sind ja halt einfach, wir sind Freunde halt einfach. Steht überall Freunde? Freunde. Nein, sowas gibt's hier nicht. Aber ich brauche Holz. Glaube ich, diese Holz... grober Holzblock. Irgendwer von euch war genial und hat grobe Holzblöcke gebaut. Ich, hallo. Ah, das ist mein Verdienst, oh mein Gott. Ach, Mist, warte mal, was brauche ich denn dafür? Wie soll man denn da hochkommen? Wieso kann ich das hier nicht bauen? Was fehlt mir dafür? Fehlstelle Dach. Ach, ich muss an der Werkbank Dachblöcke herstellen. Ja, Moment, da ist doch eine Leiter dabei eigentlich. Für Stein braucht ihr dann Feuerstein. Für die Dachdinger. Fred Feuerstein. Ach, echt? Ich kann. Feuerstein. Ach, warte mal, ich brauche Feuerstein für die Dachdinger. Wie kann ich die herstellen? Also brennen, oder? Über den Ofen. Feuerstein findest du im Berg quasi als so kleine. Deine Minen. Ich kann dir welche zeigen, wenn du möchtest. Ja, pass auf, ich pack mal. Haben wir hier, gibt es im Inventory Begrenzung oder war das? Also du hast halt Slots, aber wie viel da okay, ja gut, dann können wir, ist geil. Okay, show me, Hardref. Okay, links. Nein, das war ja dumm. Lebensmittelvergiftung habe ich. Wie hast du das denn schon wieder geschafft? Ich weiß nicht, aber irgendwie. Irgendwas habe ich gegessen, was ich glaube ich nicht hätte essen. Also Beeren und Pilze sind okay. Fleisch musst du glaube ich vorher anbraten. Du bist auch eher der faule Typ, ne? Ja, kein Bock. Wie lange kennen wir uns?
Okay, warte hier. Das so. Kommt dahin, das kommt dahin. Stamina Recharge. Ah, okay. Also es gilt ja doch nicht, dass man einfach 3 Slots füllt an Essen, sondern man muss die richtigen Sachen essen, um wieder Leben zu bekommen. Mhm. Ich glaube, Beeren schnell wieder Leben her. Beeren und Pilze in Kombination. Ah, die Dinger. Oder Wasser. Die ganze mit der Spitzhacke. Hammer. Weil nur Pilze haben jetzt gerade nichts. Okay, das hätte ich für eine Weile nicht gecheckt, wenn du mir das nicht gezeigt hättest. Was denn? Stunden hast du schon hart treffen im Spiel. Feuerstein. Erklär nochmal bitte, dass wir es alle kurz checken. Es gibt so an den Felsklippen, sieht aus wie so Wucherungen, sind aber Feuersteine. Und die. Sieht ein bisschen aus wie Korallen. Oh. Ja, genau, okay. Die Korallen sind guter Vergleich. Okay. Wahrscheinlich, oder? Oh, ich habe keine Ausdauer. Feuerstein, ja, okay. Du kannst die Ausdauer boosten mit Honig, dann hast du mehr Ausdauer, oder? Die Ausdauer schneller. Das ist ja auch geil, dass ich jetzt hier ein Loch in die Erde gebaut habe, gehauen habe. Kann ich, glaube ich, habe ich gar nicht mehr, glaube ich. Theoretisch kann man halt wirklich so... Doch, ich habe doch Honig. Ja, wie so Hobbits, so in die Landschaft rein. Es haben wirklich Leute Hobbit-Häuser gebaut, das sieht dann auch richtig schön aus. Generell kannst du alles kaputt machen. Guck mal, diese Feuersteine sind sogar unter der Erde, also es ist noch viel mehr, als man denkt. Ja, das ist echt cool. Ja, das ist wirklich, wirklich nice. Sehr komplex. Also einfach zu steuern. Ja, aber so viele Details irgendwie, ist echt schön. Ja, die Engine ist ja auch sehr beeindruckend. Selbst programmiert die Engine. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Wie flüssig das alles läuft. Super gut. Mal, wie viel es hier gibt. Ich bin hier in der Feuersteinhöhle. Ach, cool. Das Nadel gefunden. Eine Ader, ja, wirklich. Ja. Nice. Es hat nur so nach oben, also die sind manchmal so auf dem Boden und da gucken nur so ein paar oben raus. Mhm. Und wenn du nach unten gehst, dann da ist dann eine richtige Ader. Mhm. Das ist echt cool. Komm gleich mit richtig viel Feuerstein nach Hause, Leute. Das ist sehr super. Was passiert? Warte. Die ganze Zeit nur Äste. Ah, dieses hier? Warte mal, Pflanzenfasern? Geht Feuerstein. Genau. Wow. Ich habe mich gerade, als du es gesagt hast, war natürlich auch meine Assoziation, Fred Feuerstein, habe ich mich gerade gefragt, zum Beispiel Hase, kennst du noch Fred Feuerstein? Ja, kenne ich noch. Ich habe hier einen der Entwickler im Chat. Kanjinumbo, Hähnchen, einer der Enshrouded Devs hier und beinharte Eintracht-Fan. Es gibt einen Bembel im Spiel, by the way. Oh. Okay, den müssen wir natürlich auch herstellen. Oder muss man den finden? Grüße auf jeden Fall an Kaji Noko und Hallo. Ich sag einfach mal, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die bestimmt Kaji Noko jetzt stellen. Gleich verhaften. Ich brauch mehr Ausdauer. Frag mal Kaji Noko, ob er mir ein bisschen mehr Ausdauer geben kann. Genau, was machen wir am besten, um schneller Stamina zu kriegen? Tränke beispielsweise. Oder Skillen. Aber Skillen? Wie Skillen? Achso, im Skilltree. Im Skilltree, ja. Ich hab Honig! Ja. Das ist ein Bämmel, fragt ihr Fanska. Ey, ganz ehrlich. Jesus Christ. Skandalös. Ich lach jetzt. Ja, du weißt es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Eieieiei. Das ist ein Krog, aus dem Ebbelwoi geschüttet wird in Hessen. Ja. Wie viel hab ich jetzt? Hast du schon. Wie weißt du, was es ist? Du weißt nur nicht, dass es so heißt. Ist das Feuerstein? Ey Leute, ich bin hier wirklich, ich bin immer noch am Feuerstein abdingsen. Ich hab nur 32 Feuersteine, das kann auch sein. Ich geb dir mal. Die hat 3 Millionen gleich. Ich hab hier wirklich eine dicke Ader. Ey, hier ist auch dicke Ader, aber irgendwie dauert das sehr lange. Ja, wegen dem Stamina. Ja. Aber ich hab da fand ja alles schwer. Ich hab hier eine Frage aus dem Chat. Ich soll fragen, wann und ob sie planen, einen Coop-Modus zu einem richtigen Multiplayer zu machen. Was, ein Krogmodus? Oh, du meinst wahrscheinlich mit größeren Servern und mehr Leuten. Ich glaube, das ist ja. Ich glaub auch, wie Leute können denn auf so einen Server? Ich dachte, das ist schon Multiplayer. Geh mal zurück und bau weiter, Hadref. Aber du kannst ja, wenn du deinen Stuff gleich in die Kiste packst. 16, ja. Den Feuerstein habt ihr schon gegeben, Nils. Hast du mir schon gegeben? So, ich tue jetzt ganz viel Feuerstein hier in die Kiste, Nils. Geil. Kannst du einfach das Inventar giften, das auch eine ziemlich coole Funktion ist. Ja. Kannst du auch rechtsklick im Inventar auf irgendein Item und dann schenken und müsst natürlich in der Nähe schenken. Das ist Hammer. Hier ist sogar Teer.
Also die Frage ist, dass jeder seine eigene Basis und eigene Truhen und sowas haben kann. Naja, dann. Ach so, ja. Eigene Gilden, so Zeug. Erde, Terrainmaterial hier. Terrain. Also wenn ich nicht komplett falsch liege, ist zum Beispiel die Map sowieso erst irgendwie zu 30% oder so fertig. Also die Map ist eh kompletter Wahnsinn. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt hier... Wie man aufs, nach oben scrollen muss, um überhaupt irgendwo oben auf den Süden, Norden anzukommen. Das schnappt's. Ach so, klar. Noch an der Werkbank, wenn ihr dran geht, repariert ihr automatisch eure Gegenstände ohne irgendwelche Kosten. Wenn wir wo was machen, sorry, red mal lauter. Was ist das denn? Wenn du an die Werkbank gehst und da einfach quasi E dran drückst, dann reparierst du automatisch alle Gegenstände, ohne dass es was kostet. Cool. Oh, ich hab hier so, hä? Ich wurde hier von so einem Häschen irgendwo hingelockt und jetzt habe ich hier Heiltränke und so Holzpfeile. Das hat dir ein Geheimnis verraten, das Häschen, oder was? Ja, Tagebuch habe ich, hab ich auch. Tag 20. Wo kann ich Okay, um neue Waffen zu bauen, glaube ich, brauchen wir erst die Rezepte dafür, oder? Das oder man holt sich den Schmied. Es gibt hier so Überlebende, die du retten kannst. Ich trolle ab den ganzen Feuerstein. Ein Schmied, komm, den holen wir. Lass uns so eine Quest retten. Ja, stimmt, die kann man dann. Ja, stimmt, die kann man dann immer spawnen lassen. Nordwesten müsstest du ein Ausrufezeichen eventuell haben. Ja, hab ich. Den hole ich jetzt. Guck da, der Bauer. Hier ist übrigens eine Feuersteinader. Kann man Sachen markieren? Nicht für andere, glaube ich, noch nicht. Mal gucken, ob das reicht. Oh, ich bin hier so bei so einer Brücke. Ah, hier ist auf jeden Fall so eine durchbrochen. Ader. Das ist ja nice. So. Aha, da ist ja Hasel schon. Hallo, hallo. Und hier. Hier ist ein Lager. Du kommst hier ohne Greifhaken nicht weiter. Suche stattdessen einen Weg durch das Miasma. Ah, okay, wenn wir einen Greifhaken haben, können wir über diese Brücke hier hinten. Ja, so lange müssen wir da unten lang laufen, aber das ist auch kein Ding. Wenn wir es mal zusammenfinden, können wir mal gemeinsam losziehen. No, mir fehlt schon wieder. Haben wir noch Dingsbums hier? Feuerstein? Ich habe meinen Feuerstein leider in eine Sammlung verbaut. In der verbaut. Kiste. Die habe ich mir schon gemopst. Oder? Ja, das ist nur normaler Stein. Mist. Nordwestlich von der ist eine Ader. Feuersteinader. Ich hab einen Hasen getötet. Oder kann ich den Feuersteinblock? Gemein. Ich hab Tierfell bekommen. Geil. Warte mal. Kann ich den Feuersteinblock zurückverwandeln in Steinziegel-Dachblock? Nee, ne? Weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Jetzt habe ich nämlich voreilig die Vorräte irrtümlicherweise in Feuersteinblöcke verwandelt. Oh. Nee, egal, ist nicht schlimm. Ich kann ja noch welche holen, aber. Kann man denn da runterkommen? Ja, dachte ich auch. Weiß ich nicht, ob man da. Also scheinbar. Ich kann einfach da den Weg runterlaufen. Da ist so ein kleiner Weg. Ach so, hier. Da ist einfach. Ach so. Genau, einfach dem Weg folgen. Einfach dem Weg. Ja, die kommst du mit? Ja, ich dachte, ich laufe euch hinterher. Wo sagst du denn? Fuck! Hier unten? Das ist normal, also. Wo bist du? Da ist ein Weg. Ey! Genau. Ich bin hier hoch. Das ist ein anderer Weg noch. Fuck. Da brauchst du, glaube ich, den Grappling Hook dafür. Au! Au! Runter, fuck, runter, ich bin nach links. Genau, einfach was? Da unten. Von der kleinen miesen Ratte! Ach so! Nee, okay. Hier. Hey! Ey, kann doch einer kommen? Wir sind voll weit weg. Machst du. Aber ist egal, warte, wenn ich wiederkehre, dann kann ich. Du bist beim Haus quasi. Ja, okay, dann komme ich direkt wieder. Ich wurde von so einem Opossum angeknabbert. Also ganz schnell auf die andere Seite. Was ist das hier? Miasma-Flüssigkeit. Das ist ein ehemaliges Dorf gewesen. Wo ist mein Loot? Hab ich alles? Behalte ich alles? Nee. Nee, doch, eigentlich. Nicht. Also, das ist ein Backpack eigentlich nicht. Aber anscheinend schon. Aber kann ich mir das wiederholen sonst? Ja, dann müsstest du an deinem Todespunkt eigentlich so ein kleines Totem haben. Sehr gut, dankeschön. Wie viel Zeit haben Hast du Essen oder so? Nicola? Ja. Ich hab einen Ring. Was ist denn mein Totem? Nimmst du einen Ring? Okay. Auf der Straße liegt's. Ey, chillt ihr jetzt hier im Miasma oder was? Nee, auf der anderen Seite können wir wieder hochgehen. Da ist dasselbe Vieh! Das hat mich aufgenommen! Oh, was ist das denn hier? Okay. Guck mal, Leute, herstellen. Das ist ja unfassbar dreist! Hier gibt's noch Leder. Die ist tollwütig! Schnell zumachen! Was ist denn da los? Das ist ein tollwütiges Opossum, was mich tötet! Mehrfach schon! Hartlob kommt Wie ist es denn da reingekommen?
durchs Fenster gehüpft. Und jetzt können wir hier wieder hochgehen. Durchs Fenster? Das kleine Fensterchen? So, und hier geht's da hoch. So, wo ist es? Hier, da. Nikola, brauchst du nicht... Leg dich nicht mit dem an, das ist gefährlich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Passt schon. Passt schon. Du glaubst es mir nicht, ne? Du, da ist es! Vorsicht, das ist gemeingefährlich! Ah, es kommt schon wieder! Hilfe! Bist du sicher, dass es tot ist? Ich hau nochmal drauf. Oh Gott. Auf der anderen Seite. Aber wenn du schon mal da bist, können wir auch gemeinsam Feuersteine sammeln. Schmied. Da holen wir gleich den Schmied, oder? Boah, das war ein richtiger Endboss. Da hinten ist noch ein Zelt, was Gutes. Ah ja, das noch. Oh. Guck mal ganz kurz in. Was ist das denn hier? Siegelring des Wächterältesten. Oh, Ausdauerpunkte. Plus 8 und plus 10 Lebenspunkte bekomme ich. Geil. Ah, hier, genau. Wildes, ne? Okay. Okay, man kriegt was auch durch... bringen die alten Bücher, wenn man die gelesen hat? Kajinoko, kannst du uns das mal sagen? Soll man die aufheben, kann man die wegschmeißen? Keine Ausdauer. Muss warten. Vielleicht können wir die noch verarbeiten zu irgendwas. Weiß ich noch nicht. Ja, genau, das will ich jetzt irgendwie auch oder von die weg. Ja, muss man Hartung mal fragen. Hartung, hast du die Bücher schon mal eingesetzt? Nee, tatsächlich nicht. Also man findet, genauso wie man den Schmied findet, auch einen Alchemisten. Oh, hier ist einer mit einer Armbrust, Alter. Hau ihn! Hau fester! Oh, ich hab einen. Ich hab nicht geholfen. Loot. So wenig Ausdauer. Mysteriöses Fläschchen habe ich gefunden. Mhm, bleib mal drin. Mehr Kraft. Alles looten, sag ich nur, sagte. Okay. Oh, danke für die Barry. Oh. Ja, das ist ja cool. Schön. Man kann einfach schenken, so. Ah, ja, endlich. Ah, oh, da viel drauf. Digga, Deepa, das sehe ich ja jetzt gerade. Du hast 5 in den Club geschmissen. Herzlichen Dank, Digga, Deepa. Dann heilst du ja, wenn du 2 hast, ne? Für deinen Support. Also das ist ja super nice. Vielen Dank, Turbospannung auch. Aber die Bären stehen bei mir. Für den Support, Freunde. So, ich dachte in Kombi, so. Ich habe das, also gerade ging es irgendwie nicht einzeln. Deswegen habe ich beides gegessen. Und dann füllt sich das. Ach krass, ich habe durch den Ring, den ich gerade gefunden habe, habe ich so ein bisschen mehr Lebensbalken jetzt. Das ist voll nice. Nice, das ist gut, ja. Okay. Also wenn du mich jetzt... Wo war der Charakter? Auf 14. Kajinoko, erzähl uns noch ein bisschen zum Development. Wie lange habt ihr an dem Spiel gearbeitet? Wie viele Leute seid ihr im Team? Das würde mich mal interessieren. Das wirkt ja schon sehr, sehr reif und fertig. Es gab ja eine Demo sogar, letzten Jahr. Da hat es ja viel ausprobiert. Oh! Ah. Ja, der rennt noch. Ich renn schon mal zurück. In der Hoffnung, dass das reicht. Da ist er. Oh, stark. Okay. Holz. Cool. Also für ein bisschen Fell ist das ganz nice. Ja. Brauchen wir ja bestimmt auch gleich noch. Aber wenn du End drückst, siehst du dabei Status Details, was die ganzen Sachen bewirken. Also die Berries bewirken zum Beispiel plus 2 Health. Geil, dass man hier einfach alles recharge. Wasser ist Endurance, Stamina. Sogar. Guck mal, hier ist Eddie. Ah, okay, alles klar. Ist Eddie wieder weggerannt? Ja. Eddie ist wieder die Brücke zurück. Ja, ich loote die Brücke. Hier gibt's Schutt, Leute. Ja, das ist unser Weg zurück. Gut. Wir müssen erstmal hier noch den Schmied holen. So, Steinziegeldachblock. Ja, ganz kurz hier hoch, oder? Ja, hier oben ist der Schmied. Guck mal, mal holen. Was denn, hast du noch? Ich hab noch Feuerstein wieder gegeben. Du bist der Beste. Euch. Dankeschön. Hier ist so ein. Warte, hier ist so ein Zaun irgendwie. Kann man die Bücher lesen? Kann ich damit Zaubertricks? Also ich glaube, man braucht die Grappling Hook brauchen wir dafür nochmal dazu. Zauber, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich quasi nur noch hier oben weiter. Ich habe nämlich, ich bin ja Zauberer. Ja. Oh. Da haben wir, wir merken uns einfach. Oh. Okay. Oh. 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 Nee. Wir hatten vorher ein Game namens Portal Knights. Oh, das ist Level 3. Das kenne ich. Hi. Was ja, auch Portal schon eine kleine Voxelwelt hatte, nur eben nicht Open World. So. Boah. Ja. Portal Knights, das ist ein bisschen auch Dragon, wie heißt es? Aber irgendwie will Dragon Quest Builder. Kannst du kriegen den? Habe ich mit meinem Sohn tatsächlich ein bisschen gespielt, das ist ganz geil. Was ist denn Lordship auf der Switch? Portal Knights, so. Okay. So. Was hat er jetzt? Level 3. Jetzt bauen wir nochmal. Metallschrott hat er auch. Ja, das ist gut. Wieso?
Wenn? Okay, ah, ich glaube, das Gebiet ist ein bisschen schwieriger. Das ja. Achso, okay, dann können wir erstmal. Ja, war ganz nett. Wir können ja zurück. Also die, oh nein, die Welt hier ist auch eine Voxel-Engine. Okay, das erklärt, warum man so geil da in den Boden rein. Oh, hier ist eine Hase. Ja, Voxel ist echt super. Kann. War das meiner gerade? Überlebe ich das? Aua. Du bist gefallen. Oh nein, ich bin gestorben. So? Okay, nein. Mann, ich nein, warum, Eddie? Nicht überlebt. Eddie, ich nein. Dir. Kommt ihr zu mir? Ja, ja. Ich, ja, Nikola kommt zu dir. Nehmen wir was? Unter der Brücke bei den Eiern. Bei den Eiern, okay. An der Birke bei den Eiern. Da was genau er, sind eigentlich da Voxel? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist das Gegenteil von Pixel. Pixel. Nee, nicht von Pixel. Ja, das Gegenteil ist ein bisschen schwierig. Von nee, doch. Polygon. Ja, ja, ja. Aber. Dankeschön. Beschreibst du mir. Das Gegenteil ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür, oder? Also Voxel können zum Beispiel so, rund sein. Was, Leute. Glaube ich, im Gegensatz zu. War das nicht mal Comanche? War Comanche nicht eines der ersten Voxel-Spiele oder so? Aber das ist leider nicht. Also Polygone können ja nicht richtig rund sein, die können ja nur eckig sein und. Genau, sind Dreiecke. Voxel sind. Dreiecke. Voxel sind runde Pixel, würde ich sagen. Ja, das sind Pixel. Polygone sind Dreiecke. Ja, runde Dings. Und Voxel sind Würfel quasi. Das auf quasi jeden Fall geht das, kann man dadurch halt anders die. Designen und so. Irgendwie. Ey, die lebst du wieder? Das kriegt er oder? Auf. Ohne ja. Glück, oder was? Das hab ich doch wiederbelebt, oder nicht? Ja, ja, deswegen frag mich gerade nur, warum du stehst. Liest du noch? Ich dachte kurz, ich hab dich wieder fallen lassen oder so. Das wäre ein bisschen peinlich. Ah, ja, können wir den Spiel alles abholen? Bei dem Turm. Das geht so nicht. Wir müssen, das muss sich eine schließen. Bausteine. Genau, Orks haben auch dadurch den Vorteil, dass man halt eben so Oxlane bauen kann. Aber die hatten auch Nachteile, also die, warum die sich nie so richtig durchgesetzt haben gegen Polygone. Ich check das. Also ich bin kein Programmierer, aber also es gab damals Comanche, das weiß ich, das dann, das hat, das so, war auf Voxel Engine okay. basiert, aber irgendwie konnte das auch nicht ach, sich verstehe, durchsetzen. Wow, oh, ich krieg Schaden durch die. Ui. Dann machen wir das gleich. Ich will nochmal ausprobieren, vielleicht funktioniert das auch nicht gut. Oha, der Bienenschwarm kommt. CPU-lastig. Das ist ja nämlich schon nur ein bisschen Honig. Nee, das geht so nämlich nicht. Das ist schon über dem. Ach, den kann man auch angreifen. Ja, einfach draufhauen. Okay. Ah, Leute, wenn man sich hinsetzt, regeneriert man viel schneller Stamina. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Ach so, cool. Okay, das funktioniert. Das ist falsch ausgerüstet. Wo ist der jetzt, Edian? Ich komme hier. Ah, da kommst du hoch, okay. Dann können wir gleich noch den Spiel abholen. Das dann können wir euch wieder nur einen Kram bauen. Aber hier sind auch die Kapseln, wo wir rausgekommen sind. Habt ihr jetzt den Spiel befreit? Nee, nein, wir haben jetzt noch gewartet. Okay, ich komme. Also, zack. Guck mal, wir können uns ein bisschen verstecken. Wenn wir C drücken, das ist drin. Crouch. Voxel bezeichnet in der Computergrafik einen Gitterpunkt in einem dreidimensionalen. Er wird uns nie sehen. So, Eddie, wo sind wir? Ja, niemals. Habt ihr euch vergraben, oder was? Ja, also nein. Nicht, sie, was also, würden wir nie tun? Wo sind wir? Es ist so möglich, uns zu finden. Ja. Oh, Gegner. Oh nein, wie hast du uns nur gefunden? Ich verstehe das gar nicht. Aber anscheinend gibt es auch so ein Stealth-System. Ah. Oh, in ich bin Luft. Tot. Zum Glück ist Haardrift da. Kann man auch halbe machen? Nein. Oh. Okay. Wir beleben euch wieder, nachdem wir dankeschön. Euch gerettet haben. Dankeschön. Und gelootet. Ich weiß nicht, ob das geil ist. Also das war es. Also ich halt meinen Kram haben kann. Aber okay, ich bin dann wirklich für geteiltes Loot. Also dass jeder Loot kriegt, sonst gibt es Stress. Ganz ja, klar. Einstellung vielleicht. Das hier, Kajinoko schreibt, geil. Voxel haben den Vorteil, dass man volumetrische Objekte gestalten kann. Einfaches Beispiel, ihr baut euch eine Mauer in der Base und wenn ein Voxel-Teil alleine platziert, sieht es anders aus als in Kombination mit zwei Teilen. So entstehen so, dadurch schöne dynamische Elemente. Das ist halt nice so beim Bauen von Gebäuden. Ah, ja. Das hier glaube ich. Ne? Die lassen sich besser kombinieren, als wenn du. Ja. Genau, das sieht alles egal. Ein bisschen runder und anders aus als Polygonen, die man sonst so gewohnt ist. Funktioniert das, wie ich mir das denke? Ich weiß es nicht, Leute. Das war trotzdem Polygon, oder? Brauchst du Hilfe, Nils? Ja, nee, alles gut. Ich bin nur. Wie kann man halbe Steine bauen? Ja, du kannst mit Alt kannst ja die Bauoptionen Baum größer machen und da kannst du da durchskippen. Du kannst auch ganz klein bauen. Ach, stimmt. Wenn du in die erste Reihe gehst, ganz links.
Ah. Ganz, ganz, ganz klein bauen. Oder auch ganz, ganz klein abreißen, wenn du zum Beispiel etwas wir bauen große, Hilfe. Kleine Fenster haben willst. Und wieder? Oh, ja. Oh, ist wieder. Aber geht das meine, auch mit? Looten. So. Das ist ja unfassbar. Ach so. Aber die sind natürlich, sind die dicker als die anderen Lümmel? Einmal eins, also die ganz kleinen. Eieiei, der haut aber auch gut rein, der Typ. Ja, voll. Okay, aber verstehe. Ah, ja. Und dann kann ich da die Wand. Ah, okay. Da muss ich auch gerade mal kurz die Beine in die Hand nehmen. Das ist natürlich geil. Der ist nämlich nicht ohne. Ja, warte, warte. Haben wir hier eine Zeit, die abläuft? Nee, oder? Nee, nee, hier nicht. Nee, nee. Ganz. Wir liegen einfach, okay. Ich komm gleich. Ich lock den erst mal weg. Da kommt Hardref. Alter, das. Ja, ja, nach oben, nach oben. So. Oh. Nein, er hat mich auch. Ich nur den Schaden. Hardref ist da, Hardref hat mich. Okay, verstehe. Mhm. Ja, ich versuche alles retten. Wir kommen. Ach, die kann ich auch einzeln... immer erst blocken, dann schlagen. Ja, ich vergesse immer, dass ich blocken kann. Echt. Komplett. Okay, so geht das. Nie so richtig im Baumodus. Ja, ich check jetzt hier langsam Sachen. Wenn ich will mit zurückkommen, ist da einfach ein Schloss. Nee, so nicht. Ich muss erstmal das Bauen. Das System habe ich jetzt langsam gecheckt. Das ist super. Dankeschön. Okay, das ist echt gut gemacht. Ja, Nicola auch noch. So, okay. Jawohl. So, und in dieser Kraft dann, ist cool. Ja. Das ist genau. Das war mal anders. Irgendwas ist passiert. Ihr habt irgendwas gemacht. Mhm. Wir haben jetzt den Schmied. Oh, mit dem Beschwörungsstab könnt ihr den jetzt zum Beispiel zu Hause hinstellen und dann Sachen machen. Ich brauche noch ein hübsches Zimmerchen für den. Am besten Schmiede. Brustpanzer unter Schmied. Oha, krass. Let's go. Okay, das geht strong. So. Wenn ihr nicht nach Hause laufen wollt, könnt ihr übrigens auf der Map. Testbau ist das jetzt, ne? Wir müssen ihm jetzt eine Schmiede bauen. Nils, du musst ihm eine Schmiede bauen. Ja, mach ich voll gerne. Tschüss. Tschüss. Ah, das Teleportieren ist ja auch schön. Hey. Ja, das ist schön, oh. Wie, man kann sich teleportieren? Ja, über die Karte, ja. gerade gesagt. Sorry, ich war so im... Wieso geht das so? Du drückst M und hast quasi unten unser Zuhause und dann drückst du da drauf und sagst dann Schnellreise. Okay, aber erstmal erforsche ich hier noch weiter. Hey Leute, wir können nicht gleich abhauen. Weißt du, was hier noch ist? Von Nizza gucken. Hä, warum kann ich da nicht bauen? Wann kriegt man eigentlich so Fähigkeitspunkte? Ich habe jetzt immer noch 0. Müssen wir da mehr Level Quests erledigen? Ich glaube, ich muss noch eine zweite... Ah, okay. Aber wie man Level up, weiß ich auch nicht. Okay. Explosive Schwarzpulverkugel. Das klingt nach Eddie. Oh. Okay, es hat schönes Haus, schönes Kandidate. Haus. Ja. Ich bin auch für eigentlich den Keller. Eigentlich müsste er darüber direkt bauen können. Oh, ja, wobei, stimmt, das ist ja vom Dach noch. Ja. Okay, Sekunde, was kann ich denn jetzt machen? Ganz ehrlich, Fast Traveling geht gar nicht. Jetzt sind wir in der Gunst von Eddie tief gesunken. Jetzt hat das was gebracht. Ja, das passt. Was ihr alles verpasst dadurch. Zum Beispiel sterben und runterfallen. Ja, aber ich kann, glaube ich, nicht. Da siehst du wie das... Mittig, ne? Ja. Zynisch. Also ja, ich glaube, das snappt ja an die unteren Teile dran. Weil hier hast du ja eins. Genau. Eddie mag ja auch so. Ja, so kriege ich, aber ich kriege jetzt nicht da diesen Fensterblock rein. Nein, ich soll gleich mal was machen. Was machst du außen probiert? Kommt mal runter! Guckt mal, wen ich beschworen habe. Ist es der Kollege? Ja, jetzt steht er hier oder unten. Oder du musst. Achso, sonst setzt noch eine ganze Wand hin, Nils. Und dann mach mit dem 1x1-Block, haust du die Dinger weg, wenn du ein Fenster hast. Ah, das ist eine super gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ah, geil, ich habe einen neuen Bogen, Leute. Nice. Oh, zeig her. Jägerbogen. Okay. Oh, das ist super. Ja, klappt. Ja. Da muss ich nochmal checken, welche Höhe das ist. Ne? Ah, okay, die sind natürlich. Da muss man die so spitz machen. Okay, verstehe. Das geht teilweise automatisch. Ich hab's gerade angegriffen. Irgendwas höre ich. Geschirr! Boah, wir können Geschirr herstellen, so Deko-Geschirr. Ja. Das ist ja cool. Ich stehe mittig ungefähr.
alles Feuerstein. Kannst du auch von, ja, kannst du ja auch machen sonst. Wenn du das von da siehst. Ich muss erstmal wieder hier irgendwie reinkommen. Warte. Au! Falling Damage ist mein Freund. Hallo! Soll ich dem da hier mal eine Schmiede bauen oder was? Ich kann Lin nicht nochmal beschwören. Komm hoch, boah. Nochmal. Nee, der versetzt seine Beschwörung. Achso, okay. Sorry, ich habe ihn einmal umgestellt. wenn ich jetzt. Oh, wenn ich jetzt einen Brennofen platzieren wollen würde. Nils, wo soll ich den hin tun? Ich will jetzt nichts kaputt machen. Nee, ach, such dir doch einfach hier eine schöne Ecke aus und dann für den Schmied jetzt, meinst du? Nee, einfach für uns, um Kohle herzustellen. Ach so, ja, würde ich hier, such dir eine schöne Ecke aus, ist okay. Ja, okay. Ist doch super beim Schmied. Ihr dürft, also ich finde es total süß, dass ihr so bemüht seid, mich nicht zu verärgern, aber ihr dürft natürlich auch ganz normal bauen. Ich bin nicht bemüht, dich nicht zu verärgern. Ja. Ich weiß es nur besser. Oh nein, es wird dunkel und ich bin irgendwo. Oh. Und halt einfach teleportieren, ne? Dafür bin ich jetzt zu weit gegangen. Wer weiß, was hier da noch alles ist. Übrigens mit dem Schlafen und der Nacht. Man kann maximal die Nacht 60 Mal schneller vorbeigehen lassen. Dafür müssten aber alle in den Betten liegen. Ja. Wenn beispielsweise nur einer drin liegt von 6 Leuten, ist es nur 10% schneller. Oder 10 Mal. So krass, okay. So. Mist, wieso geht der nicht? Ich suche mal ein Bett. Hey. Wie viel Bett haben wir denn aktuell? Gar nichts. Eins. Das ist. Ruine liegt Mist. Eins. Ja, genau. Also ich würde sonst auch in der Ruine legen. Was ein bisschen ungemütliches. Ah, ist ein bisschen kalt, aber sonst geht's. Ja. Oh ne, das war dumm. Night Speed mal 12. Ui. Genau, was hier jetzt rum? 1 von 5, Geschwindigkeit mal 12. Hast du nochmal hier 1 auf jeden Fall auch hier gesehen? Wo ist meine Fassung? Okay. Das? Das ist. Ach, Entschuldigung, was? Er liest den Chat nicht. Doch, ich lese den Chat. Ah, X für Raster aus. Geil. Erinnert ihr euch, als ich ganz am Anfang gesagt habe, dann seht ihr diesen riesen Turm? Mhm. Da bin ich jetzt. Ganz oben. Nee, ganz unten. X für Raster. Ganz unten, nee, ganz unten. Das ist ein guter Tipp. Da. Naja. Ich das jetzt hin? So? Nicht so beeindruckend. Aber bist du schon mal gegangen, das Level 3 Gebet. Wäre geil, wenn ihr euch zu mir teleportieren könntet. Nee. Okay. Ach, das ist okay. Nee? Das ist okay, weil das macht ja Sinn. Ja, wir können das im Schmied teleportieren, oder? Wobei, eigentlich müsste bei dir in der Nähe ein Turm irgendwann sein. Ein was? Ein Turm. Pass auf, wir machen das ja auch noch zu Ende. Und wenn man den Turm eingenommen hat, genau, kann man sich da auch hin teleportieren. Hochweidenwarte, da bin ich gerade. Leute. Genau, wenn du den eingenommen hast, kannst du dich da auch teleportieren. Ach, hier wird das Bett. Darf ich nicht höher bauen? Oh, das ist hier schon vorbei. Hier oben ist. Ach, das ist schon vorbei hier. Oh no. Ja, man kann die Flamme aber unten upgraden, dann kann man wieder mehr bauen. Also auch nach oben? Nach oben? Ja. Okay, dann. Dafür braucht man eine Miasma-Seele. Und die kriegt man zum Beispiel beim ersten Boss. Ah, nicht schon was am ersten Boss. Na gut, dann lasse ich das jetzt. Auf den ersten Boss, Nils. Erstmal unvollendet, aber jetzt haben wir ein bisschen Platz. Ich habe zwei Felkerputzen gemacht. Zwei Stück packe ich hier in die Truhe. Das finde ich gut. Ja, ich glaube, der Boss war eh der nächste. Ah, Altar aufwerten. Verbablauf her. Miasma-Seele, okay, verstehe. Hier drin. Okay. Nein. So, ich komme jetzt auch mit auf dem Abenteuer. Das ist doch geil. Ja, cool. Dankeschön. Wollt ihr den Boss machen? Vielleicht? Ja, Moment. Bin bereit. Ich pack noch einen Stapel, einen Dingsi Dietrich hier da rein, damit kann man Schlösser knacken, falls jemand von euch das auch möchte. Ich hole mir noch. Stimmt, Nils braucht noch Waffen. Ja, ich habe nur eine Keule und noch nichts zum Anziehen habe ich. Ja, das brauche ich auch noch richtiges. Craft ich mir da was zum Anziehen. Jetzt, ja. Im Schmied zum Beispiel. Oder im Schnellbaumenü. Ja.
Ach ja, stimmt, oh. Da gibt's auch noch ein bisschen was. Geht noch mehr beim Schmied? Herstellen. Ich glaube, was da ist. Da kommt auch ein Fellrüstungsset. Oh, wow. Wie gut ist das denn? Ich habe einen Ausdauerring. Ah ja, dafür, da kommt der Hut her. Ah, danke schön. Ah, Waffen, okay. Jetzt bin ich unbesiegbar wahrscheinlich. Brauche ich Nägel. Jetzt ist Eddie unbesiegbar. Da war ein Metallschrott. Wenn ich zurückkomme, werdet ihr mich nicht wiedererkennen, so wie Frodo, als er zurückkommt ins Auenland. Also, der kann er wiedererkennen, das ist schade. Ja, natürlich, aber sie wussten alle, er ist nicht mehr der gleiche. Ja. Hatte zu viel schon gesehen und erlebt. Oh nein, hier brauche ich den Haken, um zu kommen. Schade. Daddy, auf geht's zum ersten Boss. Warte, ich bin dabei. Ich muss mir kurz was anziehen. Ich habe jetzt hier natürlich leichten Rückstand. Aber. Wieso? Ja, weil ich hier noch keine Klamotten und so habe. Ach so. Gib mir eine Sekunde. Ich kann mit dir helfen. Ja, ich komme erstmal zu euch, gell? Ja, komm zu uns. Bei Teleporter Mütze. Ich brauche hier einen Wams. Wo habt ihr alle euren geilen Wams her? Kannst du einen Schmied herstellen. Der hat. Das habe ich auch noch nicht. Oder? Aber ich hab auch normal. Das gibt dir einfach mal ein T-Shirt so lang. Wahrscheinlich erst hier. Ein T-Shirt. Ja. Mensch, das ist ja nett. Brauche ich nicht mehr. Hier, nimm es. Lass es im Inventar. Jetzt habe ich ein zerrissenes Hemd, schenkst du mir. Ja. Hajino, den Boss solltet ihr schon auch Armor craften, gute Waffen ausrüsten und alle zusammengehen. Ja, das ist schon. Ja, da recht. Auf gut Deutsch sagen. Wie viel waren wir? Harte Hüll? Wir waren 10 oder so? Gar kein Problem. Also, ich hab den vorhin noch zu zweit gelegt. Das geht auch. Aber ja, guck. Ein bisschen Arbeit. Ah, jetzt ist Arbeit. Geht denn die Schnellreise bei mir nicht? Fellhose. Wo kriegt man das Metallschrott her? Ein paar Gegner auf jeden Fall droppen da. Truhen oder alles, was aus Metall ist, quasi. Genau. Ja. Also, wenn du einen Käfig findest oder so. Ja. Das heißt, ich muss auch einfach ein bisschen mitkommen jetzt mal. Ey, ich kann die Schnellreise nicht machen. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Und wo haben wir die Kiste? Und dann siehst du uns da nicht? Diese gelben Punkte, da müsstest du draufklicken können. Da bist du so weit weg jetzt. Und unten auf der Map? Okay, die sagen, es ist ein kleiner Bug. Ich muss ins Miasma rein und wieder raus und dann geht's. Ach, das ist aktiviert. Ja, okay, wenn du das die Anzeige oben in der Mitte hast, dann geht's nicht. Okay. Im Stauraum. Kleine Truhe. Oh, da braucht man Nägel für. Das muss ich beim nächsten Mal finden. Nägel? Warte. Nein, unten. Halt, im Tal. Ja. Ich gebe voll. Dir... Nee, habe ich Nägel? Ich habe doch gerade Nägel hergestellt. Oder nicht? Oder doch? Wenn der Truhe sind kann. Warte. Erstmal Holz. Habe ich nicht? Hast du nicht? Ich dachte, ich habe... Doch, hier. Hast du? Wie viele brauchst du? Ich habe jetzt 2. Achso, nee, bald. Ich muss mir kurz Miasma... Holz holen, damit ich auch einen Gleiter bauen kann. Den habt ihr wahrscheinlich alle schon, oder? Nee, hab ich auch noch nicht. Mm-mm. Hab ich auch noch nicht. Ey. Warte, in der Höhle ist doch wahrscheinlich erstmal, oder? Eddie! Was? Ich kann doch nichts machen, Nicola. Warum stehst du denn so? Okay. Ich bin down und im erstmal gerade, deswegen frage ich, ob du mir helfen kannst. Wo bist du denn? Na, nee, du bist Nicola, was würdest du aber ohne uns eigentlich machen? Nee, ich hab keine Map bei dir nicht aufgerufen. Oder er hatte, kannst du kurz? Ja, ich komme jetzt mal. Hast du mal auf die Map geguckt, wo ich bin? Nee, ich kann die Map nicht aufrufen. Oh Gott, das ist so Possum wieder. Schnell weg. Ach Mann. Hab ich jetzt gerade nochmal Nägel hergestellt? Oh geil, super. Ich guck mal, ob ich hier in diesem Miasma Holz bekomme. Die sind offensichtlich keine Bäume drin hier. Metallschrott. Feuerball, Magierstabladung. Oh, das ist gut für Nils bestimmt. Ja, geil, danke, nehme ich. 51 Schaden. Genau, das ist die Munition. Geil. Hier sind Spinnen. Oh nein, jetzt sehe ich nichts mehr. Hier ist kein Holz. Spinnen. Okay, so müssen wir dir helfen, oder? Wo ist denn der? Warum ist kein Holz in diesem Miasma? Da ist er. So, hier. Was ist hier los? Oh, da ist wieder so ein... Oh, warte, da ist Holz. Ach, Eddie ist noch... Ach, Eddie ist im yes. neuen Gebiet. Ja, aber ich kann doch nicht zurückgraben zu euch. Ey, wir wollen dir aber helfen. Ey, ich versuche hier einfach... Ich muss einfach nur einmal in Miasma rein und dann komme ich zu euch. Okay. Boah, das war knapp. Wie ist denn Schmerzmaholz? Wir sind im Bossgebiet übrigens, Nikola. Achso, dann müssen wir weg, weil das der Runde der dauert. Eindeutig ein Baum im Miasma. Hier lang. So ein bisschen schade, ich bin gerade reingeleckt in das Gebiet. Konnte nicht mehr raus. Oh. Ja, du läufst in die richtige Richtung. Ich folge dir einfach, du weißt es doch, oder? Ja, passt doch. Ja. Immer die grünen Figürchen der. Kein Miasma. Wir sind gleich da. Wie kriegt man Miasma-Holz? Tote Bäume im Miasma. Ja, aber das habe ich gerade gemacht und das hat ihn nicht interessiert.
Dann hast du falsch gemacht. Oh. Gibt es auch Mounts, also Reittiere oder Fahrzeuge oder sowas? Das weiß ich noch nicht. Nope. Nee. Achso, hier waren sie schon, die Freunde. Schade. Bäume Miasma fällen, ja. Ah. Okay, ich bin jetzt gerade auch zum Start nochmal teleportiert. Ich verstehe. Ist da noch Loot? Beim Start? Nee, ich wollte nur mich umgucken hier. Achso. So, jetzt ist Miasma. Und jetzt müssen wir. Jetzt muss ich mal grillen hier. Ja, der Wegpunkt oben, also Hochweiden, warte da. Da kann ich irgendwie nicht hin teleportieren. Soll das so? Ja, du musst selber da gewesen sein. Achso, der ist jetzt aufgedeckt, weil jemand anderes war. Ja, da war. Also Eddie war da, aber ich glaube, der hat nicht den ganzen Turm bis nach oben durchgeprügelt. Okay. Alles klar. Deswegen ist er noch nicht dran. So noch erobern, ne? Oder? Yes. Ja. Ja, das machen wir dann am Schluss zum Boss. Wir brauchen mehr Kisten auf jeden Fall. Ja. Wir brauchen ein eigenes Lagerhaus. Kann man hier auch. Miasma Flüssigkeit. Ah. Hier, schon. Nils, Magierschlagung, Ladung Stufe 10. Wo bist du? Hier, geil. Am Feuer hier, da. Ich tu dir das. Guck mal, ich pack's einfach in die Kiste, kannst du dir rausnehmen. Ja, Hammer. Geil, voll gut, danke. Bleib stehen. Jetzt muss ich. Oh, Marcel ist tot. Magierstab, Ladung. Nee, du hast den getötet, 10. So rum. Okay, wie rüstet sich das aus? Ich wollte nur. Du nimmst einfach den Stab in die Hand und zielst quasi mit. Ich habe nur den Lebensbalken weggehen sehen. Und dann kannst du mit dem Squad durchscrollen, was du nehmen willst. Hier ist auch noch mehr Ballspritz. Oh, hier, so eine Fellkapuze ist für mich, nehme ich an. Ja, also einfach für irgendwen, der noch braucht. Ich hab noch keine. Koch jetzt was. So, dann können wir jetzt auch fast die komplette Rüstung bauen. Welche Rüstung? Die Fellrüstung. Woher die Mütze kommt. Kannst du beim Schmied, Eddie. Wo ist denn der Schmied? Der steht ach, unten direkt im Haus, ja. Den kannst du auch, wenn du so einen Stab hast, selber irgendwo hinsetzen. Also der ist da jetzt nicht unbedingt fest. So, warte mal, jetzt habe ich diesen Stab. Attacke! Okay, Zauberwirkung. Haben die Schmiede schon gebaut? Nee, die muss man nicht. Also du kannst mit dem Stab beschwören und die Schmiede, die kann man dann mit Hilfe von dem bauen praktisch. Also der. Ja, meine ich ja, aber da kann ich doch jetzt eine Schmiede bauen. Ach, kannst Kohle. Du schon? Ja, dann gerne. Also ne, es fehlen noch 30 Stein und 10 Kohle. Das ist ja super. Die geben. Das kann auch. Aber Nils, ist halt Munition, ne? Ja, aber wie, warte mal, das ist halt Mana, oder nicht dann? Ja, du verbrauchst Mana und du hast jetzt irgendwie 6 von diesen Feuerbällen gehabt. Wenn jetzt einen geschossen hast, hast du nur 5. Ach so, ich dachte, das ist dauerhaft. Ich gebe dir die, Eddie. Nee, leider nicht. Es gibt auch noch sowas wie Eisbolzen und sowas. Kann man beim Alchemisten, genauso wie das bekommen? Kann man finden. Kohle brauche ich noch. Aber ich will jetzt einen dauerhaften Angriff haben, natürlich. Ach, hier ist das Kochding, das hat ich ja selber gemacht. Dann den kleinen Zauberstab. Also nicht den Magierstab, sondern den Zauberstab. Für Kohle brauchen wir was anderes, glaube ich. Da brauchen wir diesen Verbrennungstextbums, warte mal, was ist denn? Verstehe, das ist dann der Magierstab. Okay, da wo ist denn die Werkbank? Knochen. Ist die oben? Auch im Haus unten, glaube ich. Unten? Knochen sind drin. Ja, einer nur. So ein Tisch ist das einfach. Warte, ich suche hier, Tisch. Zwei oder ein? Ja, ist ja normal. Ach, das ist die immer. Okay. Nee, warte, Magierstab. Okay. Zauberstab ist das dann quasi. Ah, okay. Ja, genau, Zauberstab. Okay, da muss ich nur irgendein Tier jagen. Dafür braucht Fireplace? Nee. Muss ich das auch possum? Ja, oder? Dieses. Schwein. Also für Kohle brauchen wir, müssen wir noch ein Ding herstellen. Charcoal Clean, genau. Dafür brauchen wir auch 20 Steine, okay. Ich gehe wieder Stein holen. Hier sind ja auch so Schafböcke überall. Dann können wir Holzkohle herstellen. Ich glaube, das brauchen wir, oder? Ja, Holzkohle wird da hinten in der Ecke schon produziert. Habt ihr schon? Ah, ja, ich habe schon angefangen. Die Zeit ist da gerade abgelaufen. Ich glaube, da müsste jetzt mittlerweile was sein. Ja, die guckt doch mal im Ofen, ob da was drin ist. Jetzt Kohle, ja. Ja, genau. Ah, da haben wir ja schon. Das ist ja Service. Ja, perfekt. Genau, wie viel brauchst du? Ich brauche noch 2 Steine. Dann haben wir es. Ach so?
Die sind wahrscheinlich hier in der Kiste, nehme ich mal einfach hier raus und dann. Wo sind denn die Tiere? Wie wählt man denn bestimmte Anzahl an Steinen aus? Egal, ich also, du kannst Rechtsklick machen und Stapel teilen, aber. Ich weiß aber auch nicht, wie man kleinere macht. Dann gib ihm seine Schmiede, dem Herrn. Oh, so, jetzt können wir richtig geilen Scheiß bauen. Oh, Kämpferlehm. Ja. Oh. Kämpferlehm, Helm, was du denn nicht lesen? Kämpferlehm. Nein, nicht Feuerfall. Also, willst du ihn in die Ecke stellen? Oder willst du ihn da vorstellen? Irgendwie sowas? Oh, was? Ich hatte kein Leben mehr? Wie ist das passiert? Natürlich ein bisschen. Ist jemand hier in der Nähe? Ich glaube nicht, ne? Wo bist denn du? Doch, warte, was bin, wo brauchst du denn? Ja, hatte was. Das können wir nämlich hier mit. Ich bin gefallen. Okay. Ich bin durch das Miasma durch und auf der anderen Seite angegriffen. Was? Was? Hast du genießt? Was? Bist du tot? Schon mal weg. Ohne Ausdauer den Gleiter benutzen ist eine schlechte Idee. Oh. Ja, das ist oft so. Das ist ein Anfängerfehler. Das ist ein Level 6 Fehler. Ja. Nils, kannst du gerade helfen? Ja, ich weiß nicht. Ich bin. Die sind runtergerutscht, glaube ich, da. Geh mal zu der Kante hier. Die beiden. Ja, bist du schwer. Einfach runtergerutscht? Bei der Bravelin-Brücke oder was? Ihr sterbt. Ah, nee, du hängst da in der Luft, ich sehe dich. Das können wir, glaube ich, vergessen. Warte, ich gehe mal über die. Ich gehe mal ins Tal, damit sie jetzt ins Hasel holen können. Slot im Rucksack. Was habt ihr denn gemacht? Was habt ihr euch törichtes überlegt? Ja, ich wollte nur die Nasenspieler beleben. Da hat es auch sauber gehabt, fünf leider. Was ist das? So, ich bin gleich da. Da ich da treffe. Da geht's runter. ich bleib bei dir. Wo ich Hasel. Oh Gott. Also müssen wir noch weiter nordwestlich. Ihr armen Dinger. Dann können wir so gleich gemeinsam hin. So, hier ist wieder so. Komm. Ne? Okay. So. Komm jetzt. Ah, drüben. Dann auf. Und davon. Brauchst du noch Bären oder hast du noch was? Ich wollte mir einen Bandage machen. Ich hab noch einen Heiltrank. Ansonsten. Komm, gib mir jetzt dieses köstliche Holz. Wo baut man denn Kisten? Willkommen. Ich hab das immer noch nicht gecheckt. Na, der Werkbank. Yes. Hm. Also, wir sind da. Unter Lagerpunkte oder so. Nice! Oder hast du dir mal einen hübschen Spot ausgesucht? Darum, genau. Trau ich mich da jetzt. Deckst du mich? Nägel. Oh, hinter uns. Hartreff. Ach du Scheiße. Das ist hier super gefährlich. Danke. Wirklich, ist das ultra gefährlich, was ich hier mache. Ein Slot, oh Gott, ich kann gar nichts mehr bauen, weil alles voll ist. Oh, da hinten ist einer. Oh ne, schnell weg. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Keine. Sollte nur noch hier lebend rauskommen. Ah, du bist fast tot. Vergiss das nicht, du bist fast tot. Vielleicht reicht das so. Hinter dir, Hartreff! Hartreff ist tot. Ja. Ich kann auch respawnen, ihr braucht jetzt. Nee. Oh, die sind Level 3. Oh nein, die sind. Oh Gott, die sind 2. Das sind 3. Oh nein, das sind 3. Oh mein Gott. Scheiße. Also, einer ist schon schwierig, finde ich, ey. Ich glaube, wir müssen fliehen. Ich komme aber nochmal. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich eigentlich damit? Das war etwas zu viel. Kennt ihr das, wenn man vergessen hat, was man eigentlich bauen wollte mit der Ressource, die man dann gefunden hat? Ja. Immer. Oh, ja. Ich habe jetzt dieses Miasma-Holz und ich weiß nicht mehr, was ich damit machen wollte. fürs Dach oder ne, Karo? Ich weiß es nicht. Hast du es leider auch nicht verraten. Zauberstab? Ja, kein Slot. Ach, den Gleiter, genau. Danke, danke Chat. Ja, stimmt, den Gleiter. Okay, aber eigentlich will ich ja noch ein bisschen hier bleiben. Kajinoko, wie machen wir einen geilen Rucksack? Das ist das Wichtigste. Ich brauche mehr Slots im Rucksack. Ich komme hier nicht mit klar. Das reicht jetzt. Guck mal, den. Dann kriege ich ein bisschen Metallschrott. Ja, Ei Hasel. Ja. Wo kriegst du den Metallschrott her? Die Gegner. Zum Beispiel Kloppen oder alles, was metallisch ist und was du abbauen kannst, logischerweise. Ja. Achso. Das ist ja gut. Ah ja, ich meine, man kann auch den Flug abbrechen und wieder kurz vom Boden neu starten. Hätte ich doch die Gegner da eben platt machen sollen. Zelda-Style. Cool, das ist ein cooles Feature. So. Siebes Kurzschwert, okay. Drei Fragen ist übrigens auch sinnvoll. So, hier in meiner Ecke ist meine Kiste, bitte nicht anrühren. Oh. Okay.
Okay. Nee, da mache ich meinen Stuff rein, Leute. Ihr könnt ja euch auch eine Kiste machen für euren Stuff. Es gibt eine Community-Kiste und es gibt eine Edi-Kiste. Edi-Kiste. Muss den Namen draufschreiben, ne? Kannst du dir bitte ein Schild machen, sonst kann ich die einfach nicht auseinanderhalten. Ja, Schilder kann Edi sehr gut. Ja, hab ich schon gemacht. Ich mache jetzt hier. Ich kann hier. Wo gab's das nochmal? Wo könnte man den Gleitschirm bauen? Müsste auch ein Schild sein, oder Werkbank? Ganz von beiden. Oh. Oder im normalen Metall. Also, Leute, ich bin doch totaler Teamplayer. Ich will nur auch meinen eigenen Spind haben. Ist doch nicht zu viel verlangt. Man kann doch was für die Community machen und trotzdem auch seinen eigenen privaten Bereich. Da, weiter. Finde, das ist nein, nein. Spruch. Ja, ich weiß nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sind wir hinten schon ein neues Biom mit Wüste und so? Ah, oh, cool. Ach, die Weitsicht ist auch echt gut hier zurück. Da muss ich jetzt noch mal kann ich dir helfen. Ja, ich muss noch mal ins Miasma da mir so ein bisschen Holz holen, damit ich einen Gleiter bekommen kann. Bring mir bitte was mit. Ja, das ist mache ich gerne, aber das ist nicht so ungefährlich. So, was ist die Community-Kiste, die in der Ecke oder die in der Mitte? Die in der Mitte, am Feuer. In der Mitte. Natürlich. Die abfackeln kann durch die. Oh shit. Durch das Holz. Brauchst du auch mal meinen Zug. Wie läuft das jetzt mit dem Kochen? Kannst dich davor setzen und wenn du das dann anklickst unten von der Leiste aus und dann grillst du einfach. Also wenn du von einem Feuerstelle bist. Behalten, genau. Hast du halt. Aber wo ist. Hä? Meiner hält das Fleisch da nicht rein. Ich habe auch echt? Fleisch ausgewählt, ist einfach weg. Man hat sich dann davor gesetzt einfach und gegrillt. Ja, zum Verhalten. Ach so, ich muss es halten, okay. Mhm, so. Genau. Und nicht zu lang halten. Muss ein bisschen timen. Ja, Monster Hunter fällt. Natürlich. Aber du schreib mich bitte nicht an. Nee, ich bin ganz leise. Intelligenz gibt's Mushroom, das ist ja das durch den gebratenen Mushroom bringt Intelligenz. Kann man auch Metall einfach aus dem Gestein kloppen oder wie ist das? Oder gibt das nur von Gegnern? Nur von Gegnern, glaube ich. Gegnern oder alles, was metallisch ist. Ja, genau. Wenn du einen Zaun oder sowas findest, zum Beispiel. Oder einen Käfig oder so kannst du es auch finden, aber. Okay. Ja, genau. Das ist ja geil. Ich muss irgendwas sehen, was nach Metall aussieht, dann kann ich das kaputt kloppen und dann. Genau. Mhm. Kannst du Metallkäfige hier manchmal ganz einfach hauen. Das ist natürlich super. Ja, ist echt cool. Ja, die brauchen wir was noch. Metall. Ja, einiges. Metallplatten müssen wir herstellen. Oh, geht dafür brauchen wir die. Lohnt sich der Magier, keine Ahnung. So wir brauchen nur Kohle dafür noch. Und Metall. Metallschrott plus Kohle. Okay. Genau. Kohle müsste hier hinten drin sein. Metall suchen wir gerade. Nehmen wir erstmal. Ja. Ein bisschen habe ich reingepackt. Metallschrott plus Kohle. Oh, hier sind voll starke Gegner. Und ich habe sogar geblockt. Ach, ich bin tot. Okay, ich darf einfach nicht so viel rauslaufen. Bist du denn auch das hinter dir gelaufen? Mehr Metallschrott. Das ist aber Stein. Ich glaube, in die Richtung ist gefährlich im Westen. Im Osten ist es genauso schlimm, aber. Ich glaube, in der Mitte ist es ganz gut. Kajinoko sagt: Metallschrott nur bei Gegnern und Props. Wenn es metallisch klingt, wenn du drauf haust, kannst du es hören. Okay. Mm. 100 Meter noch? Nikola, wo läufst du hin? Zu Wolken. Du mich wiederbeleben. Achso, ich dachte, wir wollten jetzt zusammen. Achso. Ja, bleib. Aber das Lager, wo Haselnuss gestorben ist, da gibt's. Da bist du rein. Oh Gott. Warte, ich komme auch. Was sind denn diese fürchterlichen. Ah, nee, die machen mich aber auch mal nicht. Mano. Warte, ich komme. Hier war doch was. So, nicht die gleichen Fehler wieder machen. Wo sind die denn? Sind die weg? Hier. Ich glaube, ich bin schon süchtig, ehrlich gesagt. Fuck, wie komme ich jetzt hier raus? Zu Recht. Ich habe schon 2000 Projekte im Kopf. Nein. Oh, muss hier wieder raus. Wo liegt sie denn? Ich glaube, ich bin auch tot. Was? Ach nein, wie? ich bin. Boah. Warte, sehe ich die Map jetzt noch? Ich bin so ins Miasma gelaufen und dann ein ganzes Stückchen rein. Ja, ich komme. Erstmal muss ich Nico da hier helfen. So. Oh,
Was ist das für ein Geräusch? Ich bin doch noch am Leben. Ne? Was? Ich brauch ganz dringend Metall. Wo ist dein Hasel? Ach, ich finde nichts. Nee. Da. Ja, ich brauche auch Metall tatsächlich. Wir brauchen alle Metall. Oh, dass du mich gerade aufgestellt hatte. Dann suche ich mal woanders. Nee. Okay, dann habe ich es überlebt. Cool. Ich finde schon was. Ah, die können ja schießen. Riesen. Okay, das ist so gut. Ja, das finde ich auch krass. Ich muss mich kurz wieder ein bisschen aufhalten. Aber ich sehe deine Leiche gar nicht. Sehr gut, Herr Drapsa. Schütten wir kurz rein. Ich finde schon was. Nee, das ist Loot, warte mal. Bist du respawned? Guck mal in die andere Richtung. Ich noch nicht, nee. Hä? What? Ich liege hier immer noch irgendwo. Sag mal, seid ihr auch alle noch Level 2? Ja. Ja. Mhm. Level 2. Ach, du bist komplett woanders. Das ist Loot von dir, Hartriff. Ach, shit. Vorhin. Ah, okay. Okay, ich bin falsch gelaufen. Sorry, ich bin dem Totenkopf hintergelaufen. Das war einfach der Loot von Hartriff. Du liegst da auf der ganz anderen Seite. Ja, sorry. Ich hab nicht geschaut. Ich porte, und komme. Geben die eigentlich Knochen hier? Ich weiß es nicht. Was passiert denn, wenn man einfach wiederkehren macht? Oh. Bleibt dann alles hier liegen? Schwein! Genau, du musst dann wieder ohne Sachen Stuff da. Ein paar Sachen bleiben liegen und ein paar Sachen hältst du. Warte, noch 15 Sekunden. Vielleicht ein bisschen mehr. Ach, shit, das könnte knapp werden. Fiese Spinnen. Wo bist du denn genau? Oh, hier rutsche ich wahrscheinlich runter. Dann. Ach, in dem Gebiet. Oh Gott, nee, da. Was da? Muss ich an dem Boss vorbei. Oh, also soll ich mich wieder sagen? Nee, Adriff macht das, aber ich kann dir leider nicht helfen. Ich habe leider keinen Segler dabei. Lava! Ich bin tot. Nein! Oh, ich mache einfach wiederkehren jetzt. Okay. Ja, ist wahrscheinlich einfach. Scheiße. Also. Ich geh einfach mal jetzt auf die Suche, ich werde schon was Cooles. Oh. Lava, holy moly. Gut, dass ich da nicht hin bin. Ich habe da noch ein bisschen Leben. Ich kann mich auch einfach durchbuddeln. Metall, wo bist du? Okay, was habe ich denn jetzt noch hier? Ich packe jetzt einfach ein paar Sachen in die Kiste. Ah ja, stimmt. Diese Steine. Das habe ich Wie viele kann man? Boah, 106 gehen mindestens schon aufeinander. So. Das ist gut. Das klingt doch nach Metall, oder? Ich eher mit Spitzhacken. Okay, rutsche ich wahrscheinlich gleich runter mit Tod. Ist das? Pilz? An irgendwer Stofffetzen? Ja. Natürlich. Nee. Dann mach ich gerne mal Daten. Not sure. Knochen? Shit. Nein, was bringen die normalen Pilze ohne Zizekorn? Shit. Oh, ich glaube, ich habe aus Versehen rohes Fleisch gegessen. Ja, die Plünderer haben Metall, aber ich weiß nicht. Ich habe eben welche im ersten Mal gesucht. Aber die waren schon weg. Vernichtet. Im Osten und Westen sind welche. Da ist ein ganzes Lager voll, Nils. Im Osten und Westen? Plünderer? Ja. Sind die von dieser Höhe aus erreichbar oder muss man dafür noch unten? Unten. Ja, gut, da komme ich erstmal. Obwohl, da müssen. Ja, okay, ich verstehe. Da muss ich da hinten runter. Kannst runterrutschen, aber das überlebst du nicht. Ja, okay. Okay, dankeschön. Ich wollte dich nur vorwarnen, weil das ist mir schon passiert. Man denkt so, ja, da rutsche ich runter ganz elegant beim Schildsurfboard und dann, ja. Aber dann müsste man auch sagen, man kann da nicht runterrutschen. Kann man schon, aber man ist halt tot. Alter, ich habe das Possum hier, aber ich habe es getötet. Alter, war das. Ja, jetzt weißt du, wovon ich geredet habe, ha? Krass, Alter, das ist echt ein ganz schön Agro-Possum. Absolut. Agro-Possum. Das war jetzt eigentlich vor was zu essen, aber Bären wird auch nicht mehr auf uns reden. Ich muss da jetzt, ich will da jetzt, wo ist das Lager? Da hinten ganz, aber das ist doch voll weit weg. Also ich suche auch Felder anbauen, Metall, für mich schwer. Geh da jetzt runter, ich mache mich jetzt auf die Reise. Ohne Metall komme ich nicht weiter. Ohne Knochen auch nicht! Das war dramatisch. Also ganz kurz, falls ihr Knochen sucht, wir werden alle viel Metall brauchen für die geile Metallrüstung, die wir wahrscheinlich für den Boss brauchen. Ja. Also wir können es eigentlich mal probieren. So schwer ist der Boss. Ja, das geht schon. Ja, zu fit vor allem, es ist easy.
Mhm. Also die ganze 50, stimmt. Und hat das also mehr zu viel? Ah, soll man schon hinkriegen. Erhole, Risse. Die Brücke kommt man ja nicht, oder? Die ist kaputt. Brauchst einen Greifhaken. Nee, einen Haken. Also du kannst, da ist ein Weg links daneben und da kannst du einfach dem Weg folgen und dann kommst du durch. Durch das Meer erstmal. Also ja. Schutt habe ich ohne Ende. Aber hier kommt man nicht runter. Aber Metall? Hier nichts annehmen. Ja, ja, hier unten war ich schon. Ich muss jetzt dann hier durch, ja. Wenn du rüber willst, ja. Ja, ich will halt einfach Metall. That's what I want. Ich schieße. Genau. Macht keinen Sinn. Es ist ja richtig gruselig. Ja, hoffentlich bricht die Nacht nicht herein. Das sind richtige Horrorelemente. Metall gibt's im Scavenger-Lager. Was ist denn das Scavenger-Lager? Ich glaube, das ist das im Westen. Plünderer Versteck, jo. Also ganz im Westen ist eins. Scheiße. Ihr wart wahrscheinlich schon hier in diesem Dungeon hier, oder? Nein. Achso, nee, das ist kein Dungeon. Das ist so ein Durchgang. Da kommt so ein Schmied, wo wir den geholt haben. Zum ersten Turm. Aha. Ey, was ist denn? Oh, es wird wirklich dunkel langsam. Ach du grüne Neun, das wollen wir nicht. Was ist das? Teer. Oh, ich könnte schlafen. Ja, hier ist nämlich ein Bett. Ja, also ich habe auch ein Bett. Ja, stimmt. Ja, ich wollte doch richtig Bett langsam mal. Ich habe auch ein Bett. Ich bin. ja, klar. Du musst ja nur Bescheid sagen. Ich merke mir hier mein Bett. Waren das bei Hardriff von vorhin? Das schon? Was ist das Metall? Das ist neue Geschichte. Nee, natürlich. Das Bett von vorhin. Das war doch hier in dem Lager irgendwo. Ist hier ein Bett zufällig? Wäre lustig gewesen. Ein Bett wäre toll. Füllt auch wieder HP auf, oder? Ah, hier ist das Bett. Okay. Increase Stamina. So. Ah, nee. Stamina. Darf ich ehrlich sein? Ich habe das mit dem ersten immer noch nicht so hundertprozentig gecheckt. wenn du, warte, auf. Geht das denn hier nochmal? Oben links, diese, also im Inventar, im Rucksack quasi die oben links die ersten Slots einfach belegen, oder wie? Nee. Einfach, zieh das einfach unten in deine Leiste, ne? Du hast ja die Leistenbelegung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann die Früchte, die Beeren, die lila Beeren, die geben dir einfach Leben wieder. Und dann siehst du oben links, dass das in diese Punkte reingeht. Da geht dann auch sowas runter, so ein Timer. Einfach. Okay, da ist sie nicht. Also hier, okay, packe ich sie jetzt mal für den. Da mein Weg, egal. Und du kannst auch sehen, wenn du im Rucksack auf die einzelnen Sachen draufklickst, da siehst du auch, was sie dir geben. Immer bei Bären steht zum Beispiel +2 Gesundheitswiederherstellung. Ja, okay, das ist gut. Im Charakter siehst du auch, was du aktuell für Bass hast. Wollen wir jetzt schlafen eigentlich? Gibt es. Wenn ihr alle im Bett habt? Ich schlafe. Ja, das ist jetzt die Frage. Geschwindigkeit mal 24. 2 von 5 sind im Bett. Haben wir dann noch ein Bett im Lager? Nein, nur in anderen Lagern. Im Lager nicht. Aber mal 24, das geht recht fix. Wo bin ich denn jetzt hier? Warte mal, wohin laufe ich? Ich glaube, ich laufe falsch. Ich kann ja auch hier hinreisen. Warte mal. 22 KXV, vielen Dank für den Support. Ist schon wieder morgen, ist ja der Wahnsinn. Echt? Das ist schon wieder. Hä? Wahnsinn. Warum? Zeit vergessen. Ja, mal 24. Ah, 24 okay. Mal schneller ist die Nacht. Okay, also musste ich gar nichts machen. Nee, wir sind ja alles weg. Das ist auch ein cooles Feature. Das, okay, ja, das ist echt schön. Das Glühwürmchen, geil. Das nervt bei anderen Spielen manchmal. Kannst du eine Lampe draus bauen? Nice. Oh, alles, was mit Nikola einfach immer am Limit mit seinem Leben. Ja, ich finde alle keine Bären mehr. Ich kann mich leider nicht mehr heilen. Du könntest auch Garn sammeln und Stofffetzen und dir Bandagen machen. Das gibt ja, stimmt, was gibt's ja auch. Das geht auch. Sehr gute Idee. Dann mache ich das mal. Bandage. Oh shit, ich muss aus dem Miasma raus. Oh, ein fucking Wolf.
Oh, 1,5 Minuten noch. Ich habe komplett vergessen, dass ich im Jasmin bin. Ah, ich habe leider keine Fasern mehr. Na gut. Das reicht noch für 3 Bandagen. Nice. Kurze Frage an Etienne. Wer sind deine aktuellen Lieblingsspieler gerade im Kader? Oh, das ist schwer. Der Nils und der Hadre von Jasen. Also, ich muss sagen, Skiri finde ich schon sehr super. Hättest du ihn dir ja kaufen können. Ja, bei Kickbase ist leider kein Platz für ihn gewesen. Aha. So gerne hast du den also, ja. Aber man hat sofort gemerkt, als er eingewechselt wurde, dass das Spiel irgendwie anders ist und stabiler wirkt. Und ich mag Kalajdzic. Ich glaube, da ist auch auf jeden Fall eine Menge Potenzial, die noch nicht so richtig genutzt wird. Götze finde ich auch super. Ey, warte mal, das ist doch Metall hier. Ich brauche unbedingt einen Greifer. Nee, aber da ist ein Metallkonstrukt. Hau drauf. Spitzhacke meistens. Toll, Schutt habe ich bekommen. Genau. Dankeschön. Oh. Ansonsten, Nils, bei mir sind ganz viele Metallcontainer. Die kriege ich so schnell sowieso nicht alle alleine. Erde kriegen. Battles wird gekriegt, dann kriegen dadurch ein bisschen. Oh ja, Chaibi, Larson, Marmush, ja, die mag ich auch alle. Also, das ist doch Metall. Ich liebe die alle. Das ist wie meine Familie, weißt du? Ich kann mich nicht. Ja, warte. Hab ich gekriegt? Das ist es doch. Nee. Vor allen Dingen sind die alle noch sehr entwicklungsfähig, glaube ich. Also, die sind alle noch nicht am Peak ihrer Leistung. Also, Skiri vielleicht schon, aber so die jungen Neuen, da geht noch was. Ja, das ist doch nicht zu fassen. Cool. Miasma-Flüssigkeit habe ich richtig viel, falls ich dir mal Miasma-Flüssigkeit. Das brauchen wir auch, um abzugraden, meine ich. Also die Miasma-Zeit zum Beispiel. Ja. Schenken. Zu weit weg, schade. Ja, das soll weg. Wie krieg ich das weg? Was sollst du uns andrehen hier? Nils Fäscher? Hau wieder sein ganzes nutzloses Zeug an uns raus. Ja. Also ich bin nicht sehr erfolgreich im Metallsammeln. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich hab alles Mögliche. Also schon geht er gebettelt. Das geht doch auch. Oh, wo hat das aktuell? Das hat doch gemeint, der hat doch viel Metall. Ja. Hier, da ist doch Metall auch. Wo hast du es denn her, Hatte? Ich baue hier gerade so, also diese, wo wir drin gespawnt sind, ganz am Anfang, diese Container oder was das war, baue ich hier gerade ab. Container, wo wir drin gespawnt sind, okay. Ja, ganz am Anfang, ach, dieser die Kübel oder. Ach ja, was, die, das geht. Mit was baust du die ab? Mit Spitzhacke, aber die Spitzhacke geht relativ schnell kaputt. Ja, ich habe auch viel Metall gefunden. Ja, das ist Metall. Das ist doch Metall, gefunden. Da! Das klingt doch sogar nach Metall, ach. Aber hab ich jetzt nicht... Das lag auf dem Boden? Ich habe das doch jetzt nicht eingesammelt. Also es droppt auch nicht immer, also... Vorbeigerannt? Ah, Metallschrott. Mal 5, sehr gut. Jetzt ich habe ganz viele Runen. Habt ihr auch Runen? Nee. Nicht drin, ne? Elixierbrunnen. Die Blumen gibt's auf Metall. Kiste rein. Ich muss hier schnell aus dem Miasma raus. Schon wieder. Nikola, du bist angegriffen. Ja. Aber ich will den Metall abbauen. Der Ausgang hier. Wo ist das Gold? Vermaledeite Metall. Okay, das macht mich wahnsinnig. Ich habe keine Ausdauer mehr. Genau. Müsst weiter in den Westen. Da ist die Brücke. Rechts neben der Kiste. Eine Hütte wieder bei der Palisade. Rechts neben die der Dinger Kiste. Die Dinger soll ich nicht Palisade. Hauen. Die machen die Fog Energy runter. Okay. Fetzen. Weißt du schon, wie man mit Fell Fetzen machen kann? Nikola, bist du dir sicher, dass du weißt, wo lang du gehst? Ja, hier ist der Ausgang. Yes, okay. Ja. Renn da zum Tor. Siehst du das Tor? Das ist mit der Lampe oben dran. Da kannst du raus. Löschen. Oh, ein Glück. Mit das ach, hier ist. Hallo! Hier ist yes. Der Boah, ich bin noch nicht draußen. Ja, ich fange hier schon an. Okay, aber das kann doch nicht alles sein. Und hier habt ihr auch kein Metall gefunden? Doch. Ich hab so ein Tiefstück, die kann man hauen. 2. Ja, wir wollen doch nicht die Säge abbauen. Bring mal Metall mit, aber lass uns das mal aufteilen, dass jeder Metall kriegt. Guck mal, Hazel, hier ist noch ein Metall. Wir brauchen ganz viel einfach die Metallplatten herstellen. Ach, geil. Oh. Okay, ja, alles gut. Wo gibt's Metall? In die Wagen, oder was? Nee, Käfige waren hier gerade. Und vor dem Lager gab es auch noch Käfige, die habe ich auch gebaut. Oh, scheiße, Stufe 5 Gegner. Ah ja, der Gegner ist besser. Ich weiß nicht, das reicht. Kommt der Gegner, ich mache Plot. Boah, der jagt, das ist ja krass. Naja, wir wollen ja jeder das gesamte Rüstungsfeld, also wir brauchen sehr viele Metallplatten. Dafür brauchen wir sehr viel Metall. Ja. Ich hab aktuell. Okay. Also,
5. Okay. Mal, gibt's eigentlich, kann man Schnellreise nach Hause machen? Nee, ne? Ja. Nicht, wenn du mir jetzt mal bist. Aber sonst jederzeit. Ja. Ach, Ellie, Map öffnen, dann unten, da wo unser Zuhause ist, draufklicken, Schnellreise. Ich höre fiesen Sound. Sehr gut, schlute die das zum Metall. Ah, shoot! Oh, ich stehe. Nee, da ist kein Metall drin. Ne, manchmal. Dann. Ja, ihr kommt übrigens gleich zum Boss, wenn ihr weitergeht, ne? Aber macht ja. Mal. So, wir müssen aufpassen. Was? Was ist das? Ne, Eddie. Tödliche Bienenwolke. Bin ich der Einzige, der jetzt hier kämpft oder was? Ja, erst seid ihr alle da und dann, wenn's losgeht, seid ihr nicht mehr da. Was, wo bist du denn? Beim Boss? Ja, oder hier, guck doch mal, was da kommt. Hä? Ja. Ja, ich hab leider. Sag mal, das, die verfolgen mich. Es gibt hier Verfolgung. Ich muss kurz bandagieren. Das sind die Wölfe. Ich muss abhauen, die sind Level 5. Eieiei, ei, fies. Das ist zu gefährlich alleine hier. Oh, der hat zweimal zugeschlagen. Das ist miese. Oh, Achtung. Bin ich. Oh, aber das ist ja geil. Ist alles dunkel, ey. Also, alles voll mias. So, warte mal. M und. Eieiei, der haut aber rein. Mhm. Wo ist jetzt unser Lager? Hat auch so einen Doppelschlag, Blutwacht? Leider. Blutwacht? Nee. Zu Hause, Stufe 1, das ist es. Genau. Nein, ich hatte ihn fast! Hasel, wo bist du? Ich komme! Schnell. Oh, er ist entschuldigt, er ist stehen geblieben, zum Glück. So, was haben wir hier? Ich hatte ihn fast. Ach, seid ihr beide tot? Oh Gott, ja. Ihr nicht. Ihr könnt dann nicht auf mich vertrauen, ne? Also. Okay, ich mache ja auch. Oh, das Geräusch macht mir ein bisschen Angst. Achso, jetzt geht's. Boah. Okay, warte, ich bin. Aber ich glaube, du musst sofort rausrennen, weil das sind noch 2 Minuten. Erstmal. Danke dir. Achso, ansonsten, wenn ihr die Gegner da killt, da ist auch ein Ding, wo Miasma resetten kann. Ach ja. Wie was? Okay. Braucht ihr Essen oder so? Da kommt gleich so ein Ball, wo dann den aktivieren könnt, dann ist das Miasma-Ding wieder zurückgesetzt. Ah, stimmt, da oben, ne? Auf der Plateau. Also vielleicht sollte ich mal kurz. Ja. Ja, ich hielt erst mal. Mann, ich bin schon wieder tot, er hat mich gewone-hitted. Ey, du hast doch kein Leben. War das Lubega? Doch, ja. Ich hatte. Ja, ein Fitzelleben. Ich hatte einen Heiltrank benutzt. Achtung, er kommt. Ja. Oh, der macht ja wirklich One-Hit. Fühlt sich das wie Wagen? Ja, ich würde schon sagen. Ich bin auch da. Ja, ich bin vorher down gegangen. Ich bin fast da, keine Sorge. Kinder. Was ist das denn hier? Interessantes. Was? Abbauen? Rucksack voll, was ist das? Also, warte. Was hab ich hier für Dreck im Inventory? Ich hatte ihn fast. Was ist das? Erdwegblock. Braucht man das? Erde, das braucht man doch nicht. Dankeschön. Abwägen. Komm, greif wieder an. Wie? Löschen. Guck mal schnell meinen Bogen. Oh Quatsch, braucht man doch nicht. Was ist hier das? Hier liegt noch jemand. Also ja, ja, hole ich die wieder kurz neu. Ja, ja. Wieder? Ich mach das, ja. Und neben mir liegt Hasel. Ja. Oh Gott, hoffentlich gibt's jetzt hier keinen Ärger. Ich bin auch tot, aber der Typ ist. Der hat 2 AP oder so. Oh shit, so. Aber jetzt nicht ärgern. Ist das ein Boss oder irgendwas? Ja. Hä? Ich kann nur noch was mit dem Bogen und der droppt trotzdem nichts Geiles. Was ist das? Sau. Oh Gott, ich bin irgendwo reingegangen. Nee, was ist das? Kann ich holen? Danke. Wo bin ich hier? Was hast du denn da gefunden? Hier gibt's übrigens Müsel, was immer das Nils. Ist. Nils, du bist im Turm. Wenn du ganz oben bist, kannst du, hast einen Schnellreisepunkt. Ah, hier wart ihr schon, ja? Muss aber bis gut. Wir haben es nicht durchgemacht, also bin ich fertig. Kommst da nicht weiter in dem Turm. Ups. Danke, ich bin fast tot. Du brauchst einen Greifhaken dafür. Ach so. Hast du Bären noch? Gibt es hier nicht auch Eisen? Oh, das ist eine Truhe, die habt ihr wahrscheinlich schon alles geplündert. Ja, oh, was war das? Ja, klar, habt ihr schon alles. Ja, ist nur ein bisschen Gegner unterwegs. Ja. Also, trottet langsam auf mich zu. Oh, sind 2 Gegner, die da kommen. Ich will jetzt Eisen, ey. Das hier gibt's, glaube ich, gerade. So, wo ist denn hier der Ausgang? Also, hier geht's weiter zum Boss. Okay. Nee, ich dann machen wir erstmal ohne Hinterhalt. Ja, ich weiß nicht, die sehen schon ein bisschen mit Metall aus, oder nicht, diese Dinger. Das ist doch Metall, das ist doch kein. Oder ist das Ton? Nee, naja, das ist nur Holz. Oh. Mann, die ganzen Käfige sind schon weg. Ach, das ist ja geiler Scheiß drin. Oh. Ist das was? Ist das hier? Das klingt sehr hart. Das klingt, ne? Das ist Mützel. Knochenmehl. Oh, Rezept freigeschaltet. Spektralschild habe ich freigeschaltet. Ich habe was für die Gruppe getan. Was ist das?
Wo kriegt man hier, wie kann man hier Miasma rebooten? Wo geht das? Oh ja. Hier bei. Kommst du mir? Kommst du mir? Oh, warte, ich will auch. Bei der Kugel. Ah, hier bei der Kugel. Ganz oben auf der Plattform. Das ist ja sehr. Hier kannst du auch respawnen, wenn du fällst, glaube ich. Thea. Freischaltet? Ja, hier geht's zum Boss, ne? Oh. Okay. Da habe ich das alles dabei, das ist auch einfach dumm. Habe ich auch aufgehört letztes Mal. Feuerstein schmeiß ich weg. Also der Boss hat der hat so einen Bogenblut. Das ist einer von euch. Achso, Eddie. Oder jetzt kommst du noch zu uns, aber können wir schnell den Boss machen. Ey, aber bei mir hat jetzt keiner der Gegner. Wenn ihr soweit seid, aber ich habe noch keine geilen Sachen. Ich stehe vor dem Boss. Na, wir sind auf Anfang so. Ihr steht vor dem Boss? Ja, da muss ich hinkommen. Siehst du uns auf der Map? Warte. Oh, ja. Da kommen so Bomben. Ja, okay, aber warte mal. Seid ihr jetzt alle da? Ja. Ja, wir spielen zusammen, Nils. Naja, ich dachte, wir müssen noch voll Metall sammeln. Ich bin unterwegs mit unserem Metall. Also, besser wäre es natürlich, aber wir schaffen den auch so. Oh, wie komme ich da am besten hin? Lass mal auf den Nils kurz warten, ey. Wie komme ich da am schnellsten hin? Pass auf, da kommen wir mal so Bomben oder so. Schnellreise oder zu Fuß? Am besten Schnellreise nach Hause und von dort aus dann. Okay. Ehrlich gesagt. Ey, hallo, alle auf uns, oder? Welches miese Schwein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, ist weiter hier hinten. So. Ach. Okay, warte, ich komme. Okay, machst du? Gut. Ja. Mach ich das noch schnell weg und dann kann ich vielleicht sogar schneller zu euch kommen, wenn ich jetzt. Kann ich da hinfliegen? Hast du einen Gleiter? Ja, ich kann mir jetzt, glaube ich, einen bauen, dann kann ich zu euch fliegen, vielleicht geht das schneller. Das, ja, du könntest, klar, von der Kante könntest du runterfliegen. Ja, Gleiter. Okay. Dann packe ich hier noch Shit raus. Gibt's hier eine Kiste noch, wo noch Platz ist, dass ich hier irgendwas raus... Fuck. Hier runter geht's zum Boss, oder was? Ich schmeiß das bei Eddie in die Kiste. In meine private? Ja, ich muss jetzt Platz, da ist keine weitere. Ey, ich lag einfach Metall. Lager da kurz Sachen, dann komme ich schnell zu euch gelaufen. Wow, nice. Wie viel? Eins oder mehr? Ich glaube eins. Achso. Muss man den Gleiter ausrüsten? Was? Muss man den Gleiter... Nee, also du musst den einmal unten in die schnelle Auswahlliste haben. Au. Dann die Taste einmal drücken. Dann hast du ihn angelegt. Und dann... Okay, jetzt komme ich... den Gleiter in die Rucksack. Also die müssen erst den Gleiter in den... Einmal, egal wo. Ich habe den links unten. Aber geht auch in die alternative Liste sozusagen, ja? Also in die untere, ja, geht auch, oder? Ja, ja, aber du, wenn du ihn aktivierst, ist er halt aus der Leiste sowieso weg und in der Ausrüstung bei N. Also du kannst ihn auch direkt bei N ausrüsten. Und wie kann ich den benutzen? Mit welcher Taste? Wenn du springst und dann nochmal Leertaste drückst, dann... Ja. Okay, das muss ich jetzt einmal ausprobieren, bevor ich da jetzt runterjumpe, zu euch kommen. Gute Idee. Denk dran, volle Ausdauer zu haben. Das ist... Ja. Okay, das funktioniert nicht. Ich habe ihn noch nicht drin. Uns. Warte. Die Rucksack. Kann ich ein Feuer aufstellen? Ich würde gerne meine BN behalten. Drück mal N. N? Ja, N, dass du in deinen... Ach, deine da! Ach schon, da kann man dann noch reinlegen. Okay, jetzt habe ich ihn. Okay. So, und dann komme ich jetzt... Hier springe ich jetzt runter und komme am schnellsten zu euch dann wahrscheinlich, oder? Ja. Oh Gott, hoffentlich geht das jetzt. Ja. Was also ist bisschen das denn mehr rechts wahrscheinlich? Aber passt. Okay. Ah, und warte. Ah, seid ihr oben oder unten? Wir sind unten im Norden weiter noch. Du musst wirklich runden in dem Jasma-Dings. Okay. Ah, das hat, glaube ich, wirklich geholfen. Mit dem Gleiter. Das bin ich deutlich schneller zu euch gekommen. Wenn noch ein Stückchen weiterläuft, dann kommt man auch wieder aus dem Jasma. Wenn ihr Pflanzenfasern habt, könnt ihr aus Stofffetzen und Garn Bandagen bauen. Mhm. Stofffetzen hätte ich aber kein Garn. Ja, sehr. Garn kannst du aus Pflanzenfasern machen. Mach ich auch nicht. Per Blut. So. Was sollen wir tun? So, Nils ist da. Ja!
Ich komme zurück, Sekunde. Nee, ja, da warten wir jetzt nicht mehr drauf. Jetzt geht's los. Adref, willst du dich nicht heilen? Nee, nee. Oder macht man das ab Level 5 nicht mehr? Ah! Level 6, Entschuldigung, bitte. Nee, ab Level 5 habe ich auch. Ihr seid immer noch da hinten, ne? Ja, doch. Ja, auf so einem Plateau drauf. Das inkludiert natürlich auch Level 6, ihr miesen Schweine. Auto ist der Boss. Das gehen wir jetzt. Wir müssen noch auf Hälfte warten. Adref, warte kurz. Ja, ja, ich bin. Also wir können Ausdauer, wenn du so schnell nicht kann. Aber nicht ohne Ausdauer hier runtergehen, weil sonst fällst du runter. Achso. Ich hoffe, ihr habt euer Miasma aufgefüllt. 4,30, ja, deshalb würde ich freuen, wenn wir jetzt runtergehen. Ich gehe auch mal kurz auffüllen. Ja. Jetzt können wir gleich runter zum Boss. Nee, jetzt wie viele Minuten hast du noch beim Miasma? 4,17. Ja, das reicht locker. Da ist er. Ist das eine rote Pflanze? Ja, nee, bei der roten Pflanze ist ein Typ. Kann ich den jetzt... Wo seid ihr denn runter? Auf dem Plateau, da ist so ein riesiges Loch inmitten. Vor dem Auffüllen von dem. Eddie, ja, also ist auch ich geh jetzt mit rum. Ich muss mich nicht aufladen. Also, hast du dich gerade nicht auf das Plateau? Ich geh hoch jetzt, ja? Aufs Plateau. Mhm. Wo ist da der Boss? Ist halt diese, keine Zeit. Los, komm auf. Dieses Auffüllen von diesem Miasma-Gerätschaft. Ja. Und da ist so ein Loch. Ach so, ist das der Boss? Der Typ oder was? Genau, ja, jetzt können wir hier runter. Oh, nee, okay. Da. Ist natürlich ein bisschen aufgeteilt. Boah, ein bisschen. So. Er kommt auf mich! So, wo ist denn jetzt mein. Wo ist der hingepackt? Oh, da okay, unten, jetzt hab ich's gesehen. Rot. Da. Oh, ist der da? Nee, Nils lebt noch. Zerstört. Nils, holst du. Ja. Oder, nee, ich mach. Du machst? Ich mach hier richtig geil Hinterhaltschaden. Ja, du könntest mich aber. Ich hol Eddie. Ja. Blocken bringt bei dem nix, Leute. Ich hab ihn. Wo ist er? Der Schweine. Hinten beim Eingang. Hinter Nico da, ja. Ich schlag ein bisschen weg, damit ihr aufstellen könnt. Mensch! Der will uns da reinlocken! Oh, ey, alles gut. Vorsicht! Ja, noch ein Viertel. Oh, der hat einen Ranger. Hinterhaltschaden. Kampfmagie aktiviert, Hinterhaltschaden. Ja, ich hab den finalen Blow gesetzt. Geil. Okay, cool. Ey, Leute. Mein Rucksack ist voll. Ich konnte nicht alles looten. Was? Das ist ja so frech. Gib mir die Axt. Wer hat die Axt? Wir gucken jetzt erstmal, was da drin. Ich hab die Axt. Jetzt gucken wir erstmal, was da drin war. Dann teilen wir das auf. Ich hab dir vorhin einen super Zauberspruch. Gib die Axt her. Gib mir die Axt! Alter, du hast so drei Sachen, was sind da drin? Lass uns erstmal gucken, was da drin war und dann teilen wir auf, wer was gebrauchen kann. Jetzt macht er wieder einen auf, ich verteile hier mal. Achso, wir müssen noch die rote. Du gehst rein, schnappst dir alle Items. Achso, ja, schon. Da muss sie sich ja schnappen. Du wolltest auch alle geschnappt. Ich gebe auch den Trailpoint, oder? Hautruf! Ey. Nice, Shortroot, wir können die Basis upgraden. Oh, geil, das ist Hammer. Ja. Achso, und dann geht das mir erstmal hier auf, ey, cool. Genau. Jetzt die Axt, du bist ein Kampfmagier, gib mir die Axt. Ja, ich gebe dir natürlich die Axt gleich. Jetzt lass uns doch mal kurz in Ruhe raus und dann gucken wir mal, was da drin ist und teilen das auf. Guck mal, wie schön das alles ist. Alles schön grün. Jesus Christ. Was hast du denn noch bekommen? Da waren noch drei Items. Was hast du denn noch geholt? Ich hab nur ein Item gekriegt, den Brutdonner-Wüstling-Kopf. Was ist das? Doch, Eddie, du hast doch die Miasma-Seele, das da drüber. Über dem Kopf. Miasma-Seele. Eine stabile Form der Energieverbrennung. Flammenaltar kann vor Miasma schützen. Und was kann der Kopf? Ist das ein Rüstungsteil oder was ist das? Nee, Accessoire kannst du an die Wand hängen später. Achso. Als Deko. Ja, gut. Ja, dann kannst du natürlich die Axt gleich bekommen. Das ist Lava, ne? Boah, das ist voll krass. Wie er mir hinterherläuft. Fass dir die Axt nicht an. So, warte, was kann die denn eigentlich? Alter, die ist ja richtig geil. 21 Schaden. Köpfe fallen so in deren Augen geblendet von Angst. Ewige Dunkelheit wird dem Anblick des Guillotins vorgezogen. Alter, wie du es genießt. Es ist ja, darf ich mir die auch vielleicht angucken, ja, bevor ich sie dir für immer gebe? Ich geh mal zurück. Unfassbar. Was haltet ihr davon, wenn ihr mir die, einfach gebt? So? Aber ich bin doch der Kämpfer. Oh, hier ist Metall, glaube ich. Hier ist ein Riesending. Ja, ich hab sie dir gegeben. Ah ja. Sehr gut. Geil. Genau, ist auch ein Zell. Soll ich jetzt upgraden, das zu Hause? Ja. Er muss Eddie machen. Achso, er hat die. Ja. Lass mal die neue Axt anziehen.
Boom! Kommt da Metall raus? Geht das raus? Ich habe keinen Plan. Kann man das überhaupt schon abbauen? Es wird ja alles abgebaut. Ich meine, ist aber hast dann? Du irgendwas bekommen? Okay, es ist zwei. Weiß ich nicht, warte. Also ich muss jetzt zu unserer Basis. Immer noch nur ein Metallschrott, ja. Kann nicht wahr sein. Die Flamme upgraden, dann können wir höher bauen und unser Baurad ist größer. Genau. So eine Kiste. Aber ich bin trotzdem dafür, es sollte dann nach einem Boss für jeden was dabei sein. Es gibt nur Schutzgeber und Schutz. Ah, hier ist doch was. Es gibt Stress bei euch. Nee, komm, wenn du 6 Leute auf den Boss und nur einer kriegt, was doch scheiße, alle wollen was. Wenn eine Gruppe ist, dann geht's schon. Ja, aber ja. Aber halt da muss man doch gar nicht gegen argumentieren, Nikola. Das, was ich sage, macht total Sinn. Finde ich jetzt nicht. Hat die schon wieder abgehauen? Du findest, 5 Leute machen die Arbeit und einer wird nur belohnt und das ist cool. Ja, das macht aber auch die. Naja, egal. So, ich habe abgedatet. Dann ist ja die ganze Zeit. Wir brauchen übrigens 5 Miasma-Seelen als nächstes. Ja, aber wenn wir den Alchemisten haben, können wir die Seelen da herstellen. Ja, Alchemist. Juhu. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt den 10. Boss gemacht, dann hätten wir unsere Basis jetzt 3-mal upgraden können. Na, können wir über die Schnellreise nach Hause kommen, ja, oder? Ja, hier, ne? Ja. Wenn ihr unten noch seid, ja. Mhm. Ja, cool. Ein bisschen Balancing muss ja auch da sein. Guck mal, hallo Profi, Amateur. Ja, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Baldur's Gate demnächst. Es juckt mich auch noch ein bisschen. Es gibt so viel geilen Scheiß. Enchardo ist auch einfach super. Ich habe ein Lagerfeuer im Gepäck. Aha. Du hast ziemlich viel im Gepäck. Ja, das ist das in der Tat zum Beispiel. Problem. Ah, Miasmasporen. Ah, heiß. Wie kriege ich denn Miasmasporen? Wird abgefackelt. Wie viel brauchst du denn? 6. Hier kann ich dir geben. Oh, geil, nehme ich gern. Gibt's die im Miasma irgendwo, oder? Miasmasporen auch von Gegnern. Wie Miasma rumlaufen, die Gegner. Jetzt habe ich einen Pilz gekocht. Mhm, der ist besser, der hält dann eine Minute länger. So. Was ist der denn jetzt? Geil, jetzt war ich nur noch 2. Und dann? Der sieht ein bisschen angekohlt aus, der Pilz. So, ich hab hier noch was. Wer ist unser Zauberer? Ich hab hier noch einen Apprentice Wand. Ich bin Zauberer. Und Shepherd Staff. Gib mir. Okay. Ich leg hier alles in die Kiste rein in unsere Gemeinde. Achso, ich kann's ja auch einfach geben. Lass mir einfach rüber. Über den kurzen Dienstweg einfach mal rüber. Ja. Geil. Und der auch noch. So. Wir brauchen auch mehr Kisten, nicht, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, Lagerhaus. Wo die sind. Wo sind diese Kisten denn überhaupt? In der Werkbank und dann unter Stauraum oder so. Was ist denn jetzt der gegrillte Pilz, den ich eben gegrillt habe? Unten in dem Schnellinventar, oder? Die 9 Stück? Oder ist das der normale Pilz? Das ist doch der normale Pilz. Das ist der normale, ja. Hat das Ding vielleicht noch ein Inventar? Hallo, ich hab das gar nicht. Nö, das ist das Feuer? Vielleicht hat das noch. Aber das liegt auch immer auf dem Boden. Kann auch sein. Wenn ihr nicht genug Platz hattet. Oder? Ich kann die Kiste gar nicht bauen. Oh. Was brauchst du, oder? Wieso? Also, ich hab die gar nicht im. Oh, Menü. Ich könnte mal Mais probieren. Was habt ihr getan? Sicher nicht jetzt, oder? Ah, ne, Bären kann man gar nicht. Stauraum in Rot. Doch, echt? Stauraum. Da hast du 2 Kisten. Ich kann eine Beere geben, dann gibt es wieder. Gerösteter Maiskolben. Okay, warte, jetzt muss ich was. Mal gucken, was er für Statistiken hat, weil. Dachblöcke. Sonst ist es natürlich useless. Der bringt dir nur Stärke, okay. Aber Leben wäre bei dir besser, oder? Bin ich ein bisschen doof? Was war das aber hier? Wie regeneriere ich kein Leben? Hier, Bären, die regenerieren Leben. Siehst du auch da, Gesundheit, Wiederherstellung, +2. Wenn die jetzt isst, dann bekommst du einen Buff. Ah, du hast keinen Platz mehr in der Nahrung. Du hast aktuell alle 3 Slots belegt bei dir, Eddie. Ich glaube, ich bin. Da, Stauraum. Du musst kurz warten, bis es abgelaufen ist. Uff. Nägel braucht man dafür. Nils. Ja. Ich habe 452 Holzblöcke in meinem Inventar. Ja, weil da ich kann keine Kiste bauen. Ich brauchte irgendwie, musste ich was weglegen. Ach du? Sobald ich eine Kiste bauen kann, lagere ich das um. Oh, scheiße. Alles hier ist frech.
Okay, warte mal. Ich kann wahrscheinlich. Ich habe noch einen Bogen. Das Wichtigste ist auf jeden Fall. Nee, das. Aber Pfeile wären nice. Naja. Das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche noch Miasma-Sporen. Okay. Ich hatte gerade welche. Die andere Kiste ist ohne Nägel. Miasma-Sporen könnte ich dir geben. Oh. Hast du noch zwei? Gib mal gerne, bitte. Ich habe mehr als zwei. Aber mir würden zwei reichen. Das wäre super nice, danke. Holy shit. Sind wir schon nur Pfeile her mit Twigs. Okay, ich brauche Twigs her. Wo bist du denn? Hier, neben dir stand ich. Oder? Also im Haus. Ich stehe direkt neben dir. Geil, danke. Hab dir geschenkt. Das ist ja nett. Einfach so schenke ich dir die. Das ist ja nett. Der ist so freundlich, also nett. Der will nur geil. Die Axt. Ach nee, die hat er noch schon. Ich hab die Axt. Ja. Okay. Ich will nur, was mir zusteht. So, ja, ja. Bam, nee, bam, bam. Mehr nicht. Geil. Huch, was ist denn hier los? So, geil. Geschirr. Ja, das ist ja toll. Haha. So, dann mache ich jetzt. Bam, so wie wechsle ich jetzt? Oh. Da oben. Ah, so geht das. Ah, okay. Garn, es fehlt mal wieder an Garn. Es fehlt ihnen an Garn. Was noch geiler wäre, ist bei diesem Crafting-Menü, wenn man, das ist zum Beispiel bei Raft so, dass du das Fehlende, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Kiste bauen willst und du brauchst noch Garn, dann musst du nicht zurückgehen und Garn bauen, sondern du kannst dann aus dem Menü, wo steht, was du brauchst, das Garn machen. Steht, was also ich meine? Du kannst, glaube ich. Ah, ja, ja, genau. Stimmt. Du kannst später eine Kiste an der Werkbank dran packen. Kann sein, dass das dann geht, aber. Ja, ich glaube auch, dass es Kisten gibt, die so, über die man dann praktisch. Ich meine, wir sind ja noch am Anfang, ne? Also. Ja, 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 aber. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Weiß, was ich meine, genau. Okay. Ja, ja, ich weiß, wie das bei Raft ist. Ja. Oh, wir können auch eine zweite Basis bauen, wenn wir wollen. Wir können. Ist das Metall? Das ist das Metall. Also aktuell steht 1 und 2 Basen oder Flammenaltar. Das Stein? Das sieht doch aus wie Metall. Draufhauen. Hä? Oh, ich drauf. Was Geister-Magier-Stab. Oh geil, gib mir. Freigeschaltet. Wenn es sich nach Metall anhört, ist es Metall. Ja, ich glaube es nicht. Also war irgendwie Holz. Healing Spell, ja, den hätte ich auch gern. So, ja, ich muss mal hier meine. Haben wir eigentlich jetzt ein Level abbekommen? Wir müssen doch jetzt ein Level haben. Der Altar wurde aufgewertet. Also du kannst oben das Dach bauen, theoretisch. Ja, ja, ich wollte eben gerne meinen Magier ein bisschen aufwerten, aber es geht nicht so einfach. Aber du hast recht, das mit dem. Du bist Level 2. Oh, ich habe 3 Fähigkeitspunkte. Ah, cool. Mhm, habe ich auch gerade eingesetzt. Wieso habe ich sowas nicht? Doch, drück mal H. Ja, geil. Absorbieren. Wow, das sieht so schön hier aus. Hm. Oh, ich bin hier reingefallen. Was ist das überhaupt? Ach. Oh. Ja, warte. Entschuldigung. Türsteher. Das ist meine kleine Höhle hier. Ach, hier bin ich wieder. So. Aber wieder dunkel, oder? Smart. Wie kann man denn respecken eigentlich? Du meinst. Also neu verteilen die Punkte. Du brauchst 10 von den Runen, die du auch manchmal von Gegner kriegst, und dann kannst du auch an dem Feueraltar das zurücksetzen. Ich liebe meinen Was ist denn das smarte? Kampfmagier oder Zauberer? Lieber Chat. Ja. Oder du. Kampfmagier hast du ja den größeren Stab, wo du den mit Munition und sowas hast, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Oh, würdest du eher mitgehen. Und aber Zauber. Mit dem Stab kannst du auch Heilzauber und sowas machen. Aber der verbraucht ja ständig, ja? Der verbraucht die Zauber und Mana. Ja, das heißt, da muss ich ja ständig, also die Zauber sind wie ein Pfeil sozusagen. Das heißt, ich muss ständig die Sachen da haben, ne? Genau, und mit dem kleinen Zauberstab hast du unendlich Munition sozusagen. Hat natürlich weniger Reichweite und wahrscheinlich auch weniger Schaden. Aber dann ist Zauberer ja vermutlich erstmal safer, weil ich dann
brauche ich nicht die ganze Zeit irgendwelche Scrolls und so. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, dann gehe ich erstmal das, dann respecke ich das. Kannst du den anderen geben, dann kann ich die Halsdauer machen. Ich habe Glühwürmchen gesammelt. Hattet ihr schon mal Glühwürmchen? Die fliegen jetzt so kurz vor, wenn es dunkel wird, rum, oder? Ja. Ja. Da kannst du Lampen draus machen. Nils, kriegst du einen anderen Zauberstab? Was? Ich bin gerade in der Kiste. Was? Ich habe gar keinen anderen Zauberstab. Ich habe nur einen gecraftet, aber ich habe keinen gefunden. Ich habe dir doch zwei gegeben. Hä? Warte mal. Hast du sogar bedankt dafür? Er meint den Magierstab, den großen. Ich habe zuerst einmal... Ach, den! Hirtenstab. Ach so, du meinst den Magierstab. Also mit dem, den wir heilen kann, der nicht kann, damit ich uns heilen kann. Ja, genau, der Magierstab ist das. Weil ich habe alles auf einen geskillt und mir fehlt noch der Magierstab dafür. Du kannst ja mal bei mir schauen. Ich habe halt zwei. Ich habe einmal den Hirtenstab und den Magierstab. Der, und wer davon ist es, Hatif? Der Magierstab ist besser. Oh, wobei, nee, der Hirtenstab ist besser. Also der Hirtenstab hat 14 Kraft halt. Ja, der ist besser. Okay, dann gebe ich dir den jetzt mal. Warte, bewegen. Dankeschön. Schenken. Gibt's auch Laien? Wieso Laien? Ich dachte, wir sollen uns heilen. Ja, aber das, ich weiß noch nicht genau, einfach was du damit dann machst. So, warte. Ich brauche dringend einen größeren Rucksack. Okay, wie heile ich jetzt? Wie kriege ich jetzt besser? Oder wir brauchen mehr Kisten. Ach, das ersetzt mein Bogen. Ah, okay. Heilzauber hast du? Nee, brauch ich doch. Ich habe alles auf Heilen geskillt, aber kann ich heilen. Man könnte, wie gesagt, auch noch den Alchemisten und dann kann man die sich selber machen. Ah, okay. Muss ich es quasi finden und die sind in Truhen oder was? Wo findet man die? Also. Truhen, Gegner, das mache ich mit Büchern. Okay, dann gehe ich mal Leute vermöbeln. Oder hat jemand schon von euch das gefunden? Was Heilzauber? Denn? Oder irgendeine Art von Zauber? Nee. Ich glaube, da müsst ihr mit mir ein bisschen in den Westen kommen. In den Westen, okay. Okay. Also durch das Lager durch. Hast du drei Haken? Nö. Okay, aber das war trotzdem, ja? Weiß nicht. Komm ich denn? Ja, erstmal zu mir hin. Ja, ich bin ja. Ach so. Ach, da oben. Nee, da komme ich auch ohne Greifhaken nicht lang. Doch, kommst du. Echt? Was? Ja. Kostet einen Greifhaken. Stäbe bin ich, um meinen Zauber aufzuladen. Magierstäbe, aber welche nutze ich denn? Meine Orientierung verloren? Das ist der Magierstab. Zauberstab und Magiestab. Ey, ich check's nicht, okay. Kommt jetzt mal in der Leiter hoch? Wo ist denn die? Ach, da. Das muss ich doch mal. Und im Prinzip, gehen wir zur Leiter. Das ist auch ganz geil. Den hier? Und da hier rüber springen. Ah. Wo geht denn hin? Looten. Und leveln. Mhm. Da wäre ich auch dabei. Wie komme ich zu euch? Kann ich aber noch nicht machen. Springen. Mit aller. Naja, ich muss mal schauen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und hier wo jetzt ist. Ja. So. Man springt echt weiter, als man denkt, ne? Ja. War angeblich ein Greifhaken drauf. Kann ich jetzt zu Ende bauen. Dankeschön. Das Haus war vorher heile. Was ist denn da passiert? Ey, Eddie, diesen Kopf, der da drin war, ne? Ja. Ich nehme den mal raus und setz den zu Dekorationszwecken irgendwo hin, okay? Jo. Über unsere Tür oder so, nicht das so. Huch, wie geht denn das? Ich denke, man kann den einsetzen. Oh. Rote Felder, böse. Ja, hab warte, ich schieße auf die. Okay. Ist doch unter was? Jetzt haben wir hier eine Schatzkiste. Ah, eine Schatzkiste. Oh, Alchemistenring und Meisterhafter Streitkolben. Hä? Was mache ich denn mit dem? Ach so, wenn man die Jägerin rekrutiert hat. Okay, gut. So, dann baue ich mal unseren Dings da weiter kurz. Ja, ich bin da und mache noch immer das. Ja. Oh. Ich
Ich habe instant alle HP verloren, ich weiß noch nicht warum. Okay. Ist mir irgendwo runtergefallen? Nö. Ja, du siehst so aus. Wollen wir kurz schlafen oder? Ah, lol, laub mich runtergefallen. Ach, sorry, dann respawn ich und dir können wir. Ja, ein oder zwei können wir mal hinnehmen. Ja, wenn ich komplett bauen ist. Ach Mann, ist doch blöd. Was ist los, Nikola? Ja, ist egal. Du solltest dich freuen, dass du so einen schönen Stab von deinem Freund bekommen hast. Das stimmt. Metall? Da oben, ne? Danke, Hartriff. Was? Wer war nicht von mir? Nee, aber fürs Aufstellen. Ach so. Ja, habe schon nichts bedankt, Kai. Aber ich find's komisch, dass in dieser Charakterübersicht nicht die Waffe irgendwie mit drin ist, oder? Gefallen. Geht das nicht größer? Ja, ja, stimmt. Hast du recht? Warum haben sie die Waffe da nicht mit drin? Also Bogen und Stab kannst. Ah nee, Bogen schon, aber nicht die Nahkampfwaffe. Ja, stimmt, ja. War ich hier nicht schon? Ist ich genau. Ah, ich war hier schon, okay. Aber da oben, wie komme ich denn da ran? 21. So. In der Nacht Metall? Auf dem Turm sitzen und was bauen. Oder was? Hast du Metallschrott? Kannst du Dietrich machen und die Tür aufmachen? Ja. Wo seid ihr eigentlich schon wieder? Seid ihr schon wieder auf Abenteuerreise? Bin in der Nähe von Etienne gerade. Wie nutze ich den jetzt? Ich habe hier noch eine Waffe, die ich verschenken würde mit 21 Schaden. Zwei Handkolben. Selbstabholer oder Versand? Was? Kleiner Gag. Achso. Jetzt steht noch ein Dietrich drin. Übrigens, diese habt ihr vielleicht auch schon gefunden, diese explosiven Schwarzpulverkugeln? Ja, eine habe ich davon. Man findet von denen recht viel und die sind echt krass. Also die haben auch beim Boss richtig Damage gemacht. Ah, okay. Ja, jetzt noch ein Shepard. Okay, jetzt haben wir zwei von den Dingern. Willst du es da wieder zurückhaben? Dein Stab. Ah, jetzt willst du ihn nicht mehr, ja? Jetzt hat der Feinde her. Ja, zwei von denen. Ah, ich hab den Sonne gefunden. Shit, jetzt brauche ich wieder Feuersteine. Er hat Spezialfähigkeiten. Warum habe ich die doch gegeben? Warte mal. Ich finde das geil, dass man irgendwie die Erde buddeln kann und da Schatzkisten findet. Das ist so super. Das ist echt. Ah, das. Übrigens, das Bauen ist halt richtig geil. Mhm. Das gibt super viele Möglichkeiten, hier was Cooles zu machen. Gib Nils 2 Stunden und wir haben ein riesiges Schloss. Ja, also ich will jetzt ja nicht nur bauen, eben, ich will auch Abenteuer erleben, aber ich will natürlich jetzt einmal eine coole Hütte auch bauen. Das ist schon nice. Hat so ein bisschen mehr Feuerstein noch. Ich erinnere mich an Soon, der hat einmal einen 30 Meter hohen Turm gebaut. Erst. Ja, der Turm. Ah, das ist schon mal geil. Hässlich. Der Bergfried. Das kommt doch, wenn man dunkel im Dunkeln baut. Alter, hier sind krasse Boss-Gegner. Das geht, ne? Oh mein Gott. Okay. Plus Hund, ich geh. Nix hier weg. Ach, was? Hier ist ein Lager. Von Bösen. Oh nein, da ist er immer noch. Jeez. Also brauchst du was zu peilen? Hast du was? Ja, ich hab noch einen Bären da. Okay. Mehr Ausdauer, okay. Bitte! Oh, ich hab ihn gekillt, ey. Und er hat einen Metallschrott. Nice. Ach, krass. Das war's wert. Oh, mein Rucksack ist schon wieder voll, das nervt mich. Oh nein, ich hatte noch gar nicht die Meldung, dass irgendwie was voll ist. Was? Ich hab die ganze Zeit alles voll. Oh Gott. Luxusprobleme. Aber was ist denn mit Rucksack? Kann man noch craften? Hier kommen wir her, oder? Ja, aber Größe. Hast du schon einen Rucksack? Hä, jeder hat einen Rucksack. Und wir? Ich nicht? Nee. Ja, den Standard. Ach so. Wie, habt ihr einen besseren? Nein. Also ich hab noch keinen einzigen gecraftet. Also. Nee, aber man kann ja welche craften. Ausdauer brauche ich mehr. La 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 la. Was kann ich denn mit Honig? Was ist das Honig? Wachsen, nee, shit. Oh shit. Honig. Sorische Sense hatte der dabei.
Ah, ein bisschen Wasser trinken ist eine gute Idee. Ja. Adref? Ich hab Halbling irgendwie, bei mir bewegt sich gar nichts. Oh Gott. Ich seh nichts! Warum krieg ich jetzt so gruselige Musik? Ja, das hatte ich vorhin auch. Und dann, man denkt so automatisch, ist Gefahr los? Ist unterwegs. Ja, Mann! Oh Gott. Okay, bin ich nicht der Einzige, der mit dem Problem hat. Da liegt's ja auch im Server. So, ich gehe jetzt nach Hause. Das ist so. Na, der Server läuft eigentlich gut gerade. Aber das Problem habe ich ständig, dass ich ein bisschen hängen bleibe. Rubberbanding. Leuchtet der nicht auch ein bisschen? Oh ja, das ist auch ein Tier. Oh, ich bin fast oben. Das hat jetzt eine halbe Ewigkeit hier gedauert, ey. Nach Hause. Ach, jetzt wird's hell. Ja, jetzt wo ich hier oben. Gut, das ist ein gutes Timing. So, und jetzt möchte ich gerne diesen Zaun abbauen, wenn das geht. Oh, geht das? Mist. Oh, das geht glaube ich gar nicht, oder? Ist er nur zum das Klettern? Ja, oh, maximal doch. Licht, endlich wieder etwas Licht. Es ist so schön. So, ich gehe jetzt in das Lager rein. Ist mir so eine. Ich bin stark genug, glaube ich. Okay, das ist. Ach, ich baue das dahinter ab. Oh Gott, der ist schon wieder da. Das muss ich nochmal neu machen? Hä? Das so. Ah. Und der ist okay. Einer war noch. Der. Okay, das so. Geht nicht. Ist das ja einfach hässlich, das geht ja nicht. Man will, dass es hässlich ist. Ey, das Kampfsystem ist erstaunlich präzise. Also so mit dem Wegrollen und Angreifen. Ja. Sag ich ja mal, das mich erinnert, aber das ist nicht nur so eine Animation wie bei vielen so MMOs, ja. Sondern man kann schon relativ präzise abschätzen, wo die Hitboxen sind und den Ausweichen und so. Gefällt mir ganz gut. Oh, ja. Feuerstein ist schon wieder alle. Oh je, okay. Ich will nicht leben. So, meistens warte, kann ich den? Nein. Schade. Ich bin Level 3, Leute, es freut euch sicherlich. Warum? Endlich ist es Eddie Level 3. Warum ist das geschehen? Papiere nicht, irgendwie ist alles weggelootet gefühlt. Ja, man muss unbedingt expandieren, sonst gibt's keinen neuen Stuff mehr. Ey, ich bin so in Love mit dem Bausystem, das ist einfach. Da können sich andere Spiele eine Scheibe von abschneiden. Oh ja. Ja. Ich habe das Lager besiegt. Alleine, nicht schlecht. Aber es waren nur 3 Gegner. Oh, hier ist irgendwas. Was ist das? Oh, das ist eine Falle. Eieiei. Eine Bärenfalle. Und dahinter ist eine Chest. Ich liebe es. I love it. Waldlangbogen. Ein neuer Bogen. Ist der besser als der, den ich habe? Ja. Das ist genauso. Ui, 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 ui. Aber der hier hat plus 20% Fallgeschwindigkeit. Eddie, ich bin bei dir in der Nähe. Kannst du mich wiederbeleben? Ja, ich komme. Ich rette dich. Oh. Ich hab gerade Lag. Okay. Okay.
Ja, können wir eventuell das wieder neu starten, weil ich glaube... Boah, jetzt ist gerade hier... Ich kann mich nicht mehr bewegen. Laggy bei mir. Oh. Ich bin gerade. Ich guck mal gerade, wo uns liegt. Oh mein Gott, ich sehe nur, wie du so stückchenweise vorankommst, so. So ja, Bilder. Das auch gerade ein bisschen, aber... Das Ding, ob die bei mir runtergefallen ist. Da ist ein Wolf unter dir. Achtung, Achtung. Was ist? Da ist ein Wolf. Oh, ja. Aber der leckt irgendwie vor sich hin. Ignoriert ihn einfach. Ja, alles leckt gerade ein bisschen vor sich hin. Ich komme auch tatsächlich selber gerade nicht mehr drauf. Nee, ich komme auch nicht mehr drauf. Ich bin auch gerade geliebt. Krass. So. Diese Beeren zum Heilen, ja. Aber zumindest kommt Eddie voran, weil ich bin die ganze Zeit auf der Stelle gelaufen. Hä? Ich kann ganz normal laufen, aber der Wolf bewegt sich in kleinen Sprüngen. Ich bin still. Ich kann nicht mehr interagieren mit irgendwas. Ich kann ansonsten einmal den Server neu starten. Aber sind dann alle Sachen noch da? Müssen wir erst irgendwie in Sicherheit bringen oder so? Eigentlich speichert er... Oh, ich bin wieder da. Oh. Wie? Aber ich hab da drin Stuff. Ach Mann! Was ist passiert? Ich habe ein schwarzes Bild. Und raus. Also bei mir ist es... Das stimmt hier nicht. Ich kann auch nicht mehr interagieren mit Sachen. Bei mir ist es vorbei. Okay, nee, Essen geht auch nicht mehr bei mir. Die Zeit springt auch die ganze Zeit. Okay, dann tut mir mal gefallen, geht mal gerade ins Hauptmenü. Dann starte ich den Server einmal fix neu. Okay. Also ich glaube, ich muss das komplette Spiel neu. Also bei mir ist einfach schwarz das Bild. Oh, ja gut, dann einfach ausschalten. Das ist ja also alle vom Server runter, meinst du einmal? Genau. Ja, mal ganz kurz, ja. Ich restart den immer. Weil Chat gerade fragt, wir spielen auf einem dedizierten Server. Aber ja. Das ist normalerweise stabiler als Z-Ghosted, aber... Ich nutze das mal ganz kurz und renne auf Toilette. Ich bin sofort wieder da. Mach das. Ich habe Lust auf was Leckeres zu essen. Kennt ihr das Gefühl? Ein gutes Stichwort. Ich habe gerade schön Thai-Nudeln. Dann weiß ich auch in die Schokolade rein. Du sagst Bescheid, wenn wir wieder rein können. Ja. Kurz das erste Fazit bislang, fragt Kajinoko. Ich find's wirklich super, Kajinoko. Es macht direkt super viel Spaß. Ich finde, alles, was ich so bislang an Elementen gesehen habe, also looten, leveln, skillen, erforschen, da ist alles dabei, was ich mag. Man kann natürlich noch nicht so richtig abschätzen, wie groß und weit das noch geht und wird. Guck dir mal die Map an. Die ist gigantisch. Ich meine auch so, was entwicklungstechnisch so angeht, was man finden kann und... Aber die Map ist absurd. Aber ich habe wirklich ich hab super Bock auf das Spiel. Und also auch ganz entspannter Zock. Server sollte wieder da sein. Okay. Müssen wir das irgendwie geheim machen? Nee, du brauchst nur das Passwort. Weißt du hoffentlich noch? Ja. Gut, dann das auf eingeben, das ist eh ausgeblendet. Könnt auch so sein Enchanted eingeben im Chat, dann könnt ihr den Link zum Spiel sehen. Oh, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und gerne kaufen. Also ich bin drauf und ich habe noch Stuff, ja. Sieht gut aus. Good. Ich eine Sache ein Verbesserungswunsch. Mehr Metallschrott. Ja. Mehr Metallschrott. Dann ist das da muss man verarbeiten. Das wäre auch cool, wenn, also wenn man so eine Metallader dann einfach auch hätte, ne? Und vielleicht gibt's sowas. Ne, wobei, wo schwischelt man Metall her? Aus welchem Metall ist Metall? Ja, also Erz halt, und das müsste man einschmelzen. Ja, Erz, dann. Also, genau. Vielleicht gibt's sowas. Wir arbeiten dran, achso, okay. Zwei Stunden unterwegs, ich habe 4 Metallschrott. Ha, ich habe 5. Ne, hier musste ich ja Ding herstellen. Diese Lockpicks. So, wer will einen geilen Bogen? Ja. Also, verbesserten, oder? Also, hast du ja, den besser als der Standardbogen. Ja, ne, würde ich nehmen. Was ist das? Erde. Nein. Ach nee, das ist doch Feuerstein. Aber hier habe ich mal eine Frage, Kajinoko. Hier steht jetzt 15 Ausdauerkosten. Das ist doch eigentlich schlecht. Bei dem Bogen steht nicht 15 Ausdauerkosten. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ich glaube, da gibt es noch Bonus-Spells unten drunter. Ne? Hallo, ich bin zurück. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Wir mussten nochmal neu anfangen, aber wir haben eigentlich alles fast schnell so aufgebaut, wie es vorher war. Ah, ja, habe ich mir schon gedacht. Wer steht da? Nikola, du stehst und guckst mir beim Arbeiten zu. Fass doch mal mit an!
Was ist dein Ziel? Feuerstein. Ich war gerade auf der Map und hab mir diese wunderbare Map angeschaut, die gigantisch riesig ist. Du kannst auch da vorne an die Felskante ran. Dann nicht im selben. Ja, da, wenn du noch 5 Meter weiter nach hinten an die Kante rangehst. Kuli Original sagt, Ede, was hat Bomhoff bitte je für dich getan? Und du gibst ihm ausgerechnet jetzt den scheiß verbesserten Imba-Bogen oder was? Nein, Kuli, du hast mich überzeugt, ganz ehrlich. Ja. Oh nein. Mist. Nils, der Deal ist. Ey, aber ich hab meiner Mutter gesagt, sie soll nicht mehr in den Chat kommen. Hier, wo bist du? Ich tue den hier in die Kiste. Ja, mir. Die unter der Treppe ist meine Kiste. Ja, du bedienst ja eh immer an meiner, also kannst du ja auch nicht kommen. Ey, jetzt geht's schon wieder nicht bei mir. Ey, ich guck mal, was Stamina bringt. Das ist ja hier. Pilz ist Wasser. Intelligenz. Ah ja, dann hol ich mir kurz Wasser. Läuft's wieder flüssig bei? Ja. Ja, bei mir war gerade ein Problem. Aber dort, ich hab kein Rubberbanding mehr. Was ist denn jetzt los? Okay, ich finde den Brunnen nicht mehr, wo waren da? Oh, okay, ich hab grad. Da ist der Brunnen. Tja. Soll ein bisschen Wasser haben. Ist das Runen? Nur. Habt ihr auch so viele Runen? Ich hab viele Runen. Nee. Gar keine. Okay, irgendwas ist bei mir geht es ungewöhnlich lange. Ja, ich bin komplett. Hilfe, Hilfe. Penny, kannst du nicht so. Ah, ich hab genug Wasser. Okay, also bei mir ist gerade weird. So, jetzt Rubberbanding. Oh, scheiße. Ich glaube, ich komme gerade nicht drauf. Ich bin drauf. Also, wenn wir jetzt aber die ganze Zeit. Oh, ich geh mal runter. Ich hacke gerade und das ist gerade extrem laggy. Ich hacke, aber es passiert nichts quasi. Hier ist ein bisschen Wasser für dich. So, wer ist noch Nahkämpfer mit Zweihandwaffe? Niemand? Ich aktuell. Ja, wobei, jetzt aktuell Einhand. Ich denke, du bist Magier. Ja, aber ich habe ja aktuell keine Spells. Deshalb bin ich zwangsweise aktuell Kämpfer. Das ist der schlechteste Magier der Welt. Er hält die ganze Zeit so an die Magierkluft an und so, aber während des Abenteuers. Ja, sorry Leute, ich habe keine Spells. Ich muss erstmal Spells finden. Ja, ich bin aber in der Gilde drin und so. Wie ich bei Hero Quest, ey. Wie bei, du bei Hero Quest. Ja, aber ich bin wirklich Magier. Ich ist einfach nur. Mein Wasser. Hast du drauf, Haselnuss? Mhm. Hast du neu geschadet? Ja, gemacht? Ich mach nochmal. Aber wir jetzt auch was gemacht, was neu geschadet haben. Ja. Mhm. Auch nicht. Hey, wie groß ist denn diese. Es ist gerade ein bekanntes Problem, merke ich gerade zum Beispiel. Nein. In der Konsole. Spielst du auf Konsole? Bisschen Crossplay. Muss sein. Ich geh mal schon mal und baue schon mal weiter. Ja. Packe mal weiter. Aber das ist ein geiles, weil es geht bei mir eh gerade nicht wirklich mit dem. Oh, der Gaius ist da. Hallo, Gaius. Der Gaius! Guten Abend, Gaius! Ich hab Honig geklaut. Aha, ich bin da. Ja, hat funktioniert. Sehr gut. Oh mein Gott, ich glitch auch richtig weg hier. Oh no. Obwohl, jetzt geht's wieder. Okay, gut. Sackerweiterung, ach, was würde ich dafür tun? Für eine Sackerweiterung? Es kommt mit der Zeit von alleine, ehrlich gesagt, die Schwerkraft. Eine Rucksackerweiterung. Ach so. Sorry, Hasel, ich entschuldige mich für Nils. Das ist nicht mein Humor. Ich weiß nicht, warum er diesen Spruch jetzt bringt. So kenne ich ihn gar nicht. Achso, ich sollte doch von Chat weiterleiten, Nils, dass du Alt drücken kannst für dein Wasserinventar. Ach echt? Alt. Okay. Hey, hier sind wieder Bären. Also zumindest ein Strauch bei hier gerade. Nils, also Nils Bomhoff. Nicht im Baumenü. So dein normal. Ich mach jetzt Folgendes einfach, weil mich das nervt. Die Idee mit 2 Minuten mit schnell Zugriff Inventar ist auch sehr gut. Ich lauf so auf die Treppen. Ich muss so knackige Worden haben mittlerweile. So. Wirtwarden. Wirtwarden. Also für ein Kämpferset. Bestehend aus Helm, Brustpanzer, Handschuhe, Hose und Schuhe. Brauchen wir 1, 4. Oh nein, Mathe. Nicola? Ja. 6. Kannst du einmal Escape drücken und unten links gucken, 8, was die Latenz sagt? 63.
9. Oh, also wow. 9 Metallplatten. Oh, das ist ein bisschen groß. Okay. 96. 100. Das Ding ist so gar kein Plan, wo hier noch Metall hoch. Ist. Ich check's irgendwie nicht so. 104, jetzt geht's wieder runter. Ja, jetzt gerade ist das. Das ist nämlich das Ding, auch. Leute. Und eine Metallplatte braucht. Baut erst den Greifhaken, bevor das Metallschrott ausgeht. Hans, wer sagt, wir sollen zuerst den also Greifhaken bauen? 5 mal 2 sind 10. Mal 9. Ich habe vergessen, was ich gerechnet habe. Boah, das Rüstung zusammenzählen. Mathe. Ja, wirklich. Aber also, was ich damit sagen will, ist, wir brauchen auf jeden Fall. Gut. Chat sagt, wir sollen uns das Schrott erst für den Greifhaken aufbewahren. Oh ja, dann brauchen wir noch mehr Metallschrott. Man muss irgendwelche Tipps geben, wo man den Kram findet. Also noch einfacher. Oder zumindest farmt. Spielst du das ein paar Tage draußen? So, hier können wir nochmal. Macht unbedingt mal die Map auf und scrollt mal nach Norden. 5 Minuten später ist er immer noch nicht im Norden. Das ist der Wahnsinn. Diese Map ist so riesig. Danke Oha. Für den Spoiler. Und wie gesagt, sind erst 30%, glaube ich, wo wir sein sollen. Wahnsinn, nein! Ey, jetzt habe ich auf die Map geguckt und wurde von Bienen angegriffen. Kann mich bitte jemand oh nein, holen? Haben die dich getötet? Ja! Oh, Nicola, ey. Du hast Taser getötet. So ich hab Everybody, Nicola hat Taser getötet. Ich belebe Taser wieder. Alle aus dem Weg. Okay. Ach, Nils hatte Greifhaken schon. So. Ja, ich hab mir schon gebaut. Gute Idee. Echt mehr Beeren, um mich zu. Gibt's noch andere Möglichkeiten außer Beeren und Verbände, um sich zu heilen? Gerade das Heiltränke gibt's noch. Heiltränke, okay. Stimmt. Okay. Hab ich auch noch Wer das hier eigentlich gebaut? Das ist doch Unfug. Aber was ist denn das? Oh, bei mir ist gerade leider nicht so wirklich spielbar. Ja, also, ja, man glitscht so ein bisschen weg, ne? Ich hab grad jetzt von null gerade. Oh! Ich bin aus meinem eigenen Haus geglitscht und fast in den Tod gesprungen. Oh je. Das ist jetzt zum Glück nicht. Ey, ja. Aber du bist der Glitchy McGlitchenstein hier. Ich, ey, der Glitch, der zieht mich von meinem Haus weg, wie so ein Magnetfeld drückt der mich da. Hey, wie meine, ey, ich sterbe wegen dieser Geschichte. No! Soll ich no mich wiederbeleben way. Hier einfach? Hab ich gemacht. Sie ist gerade bei Nils im Stream. Aber er lebt noch. Nee, doch nicht. Kann mich einer wiederbeleben, bitte? Ja, ich kann gar nicht. Ja, das spür ich. Okay. Gerade haben wir eine Sekunde Delay. Jetzt sind 2 Sekunden. Hä? WTF? Nee, ich kann gar nicht, Ja, wir haben 2 Sekunden Delay zum Server, also jetzt. Ich habe gerade Wiederkehr angemacht und jetzt bin ich genau an der Stelle wieder belebt worden und dann durch Bienen. Oh, scheiße. Jetzt also dann durch Bienen wieder gestorben irgendwie. Ich kann also aber noch ich liege hier jetzt immer noch. Ich glaube, wir müssen an der Stelle beenden, oder? Hartriff, was denkst du? Ach, aber es macht gerade so Bock. Ich weiß nicht, ob ich es so schnell hinkriege. Oh nein! Ich will auch noch. Dass wir so gerade spielen können, geht ich das vielleicht? Ich wollte gerade eine Stahlrüstung bauen. Das ist so lustig, oh mein Gott, immer wenn ich wiederkehre, kehre ich zum gleichen Punkt zurück. Ich gehe mal Software zurück und guck mal, wie ich viel hosten kann. Dann können wir vielleicht jetzt auf einem von uns rechnen. Wieso hast du echt so einen geilen Hut? Hey, es ist ein Magierhut, ne? Wer ist von uns nochmal der Magier? Ah, nee. Okay. Hab ich jetzt gar nicht mehr. Was zum Teufel ist denn jetzt los? Jetzt, aber ich hatte einen Delay von. Ganz kurz, der Discord. Draußen. Hat auch gerade geleckt bei mir, der Chat. Ja, okay, ich dachte, What? Vielleicht liegt es an mir oder ja, so. Aber hatte ich bei mir auch. Ganz Deutschland ist down. Ja, aber das ist ja schon, also offensichtlich, wenn es 2 unterschiedliche Plattformen betrifft, ja. Müssen wir uns mal. Sind die Aliens. Ja, wir müssen uns ein globales Problem machen, weil was ist das Erste, was man bei einer Invasion ausschaltet? Internet. Richtig. Ja, absolut. Ja, die Server stehen in wurde immer gesagt, bevor die Aliens kommen, schalten sie das Internet aus. Ja, ach, ist ja schlau, dann kann man sich nicht mehr verständigen. Ne? Wer telefoniert noch niemand? Also, kommt in Deutschland haben sie kein Internet gefunden, deshalb haben sie es hier nicht ausgestellt. Oh. Chat, da ist schon mal was. Guck mal, Chat leckt in auch. Diesem einen Land, da ist schon alles aus. Nee, die haben nur immer noch DSL. Es geht los, no. Also leckt jetzt alles oder was? Also, ich versuche nochmal drauf zu kommen, bei mir lädt jetzt. Bei mir geht nichts mehr, ich gehe jetzt raus, ja, erstmal. Was passiert denn, wenn ich jetzt rausgehe, obwohl meine Leiche hier noch crasht? Crasht auch noch.
Wehe, wenn meine Sachen weg sind, dann verklage ich euch. Wen jetzt? Die Aliens? Ach, die Aliens. Die wissen Aliens. Wir müssen mal so eine Umfrage machen, wo der Chat herkommt, aus welcher Region. Weil Hamburg scheint mir betroffen zu sein. Dann müssen wir gucken, einmal, dass wir so eine digitale Angriffskarte erstellen können, wo die Attacke... Ich komme aus Bayern. Hildesheim betrifft es auch. Okay, ja, Hamburg, Bayern Hildesheim. Auch. Mist, okay, das ist ja schon fast ganz Deutschland. Komplett Bayern. Ja, alles ist von Nord nach Süd. Zieht sich eine Schneise der Internetverbindung. Wer wohnt denn in Hildesheim? Icke. Ja, wer denn? Und Hilde halt. Und Hilde, ja, die auch. Hasel, wo kommst du her? Aus Nußhausen. Wir sind auch betroffen. Nußhausen, ja. Nußhausen? Okay, Südhessen auch, Köln ausgedacht? Auch. Nee, gibt's wirklich. Wo ist Achtung, in Peine ist alles okay. Also Peine ist vom Angriff ausgenommen. Das kann sein, dass Peine Invasionsmittelpunkt ist, weil die Aliens das Internet in Peine selber brauchen. Okay. Und, in Riedenburg. Hallo? 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 Riedenburg? Hier spricht das Konsortium außerirdischer Lebensform. Kurz. Wir erklären den Planeten als erobert. Was passiert hier? Okay. Das hat der Habt ihr das gerade gehört? Das ist die Spot-Rollen. Wir kommen in Frieden. Hat er vielleicht zu helfen irgendwie? Ich kriege... Ich schicke mal mit Discord. Kriegst du den Save-File irgendwie runtergezogen? Ja, das auf deinem PC. Bei mir ist alles. Dann lass es. Dann haust du doch den Safe-File. Oh nein, 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 oh nein.